Dieses Wetter ist einfach unglaublich. Ich kann mich nicht erinnern, dass im Winter jemals so ein starkes Gewitter über London niedergegangen wäre. Sie, Holmes? Holmes! Ja? Was ist denn mit Ihnen? Sind ja ganz geistesabwesend. Und das Frühstück haben Sie noch gar nicht angerührt. Ich habe ein ungutes Gefühl, Watson. Na, das habe ich auch, bei diesem Wetter. Nein, das ist es nicht. Ich spüre irgendwie, dass etwas Böses im Gange ist. Holmes, Holmes, Holmes. Sie werden doch nicht plötzlich vom Pfad der kühlen Analyse abweichen und unter die Propheten gehen. Die Intuition eines Sherlock Holmes ist etwas gänzlich anderes als das Prophetentum von irgendwelchen Quacksalbern, mein lieber Watson. Ja, schon gut, Holmes. Also, ich glaube, dass Sie einfach nur schlecht gelaunt sind, weil Sie in den letzten Wochen keinen Fall hatten. Ich weiß doch, wie Sie auf den Leerlauf Ihres Genies reagieren. Aber vielleicht habe ich da etwas, das Ihre Laune bessern wird. Mhm. Was meinen Sie? Mrs. Hudson hat mir eben einen Brief gegeben. Ein Botenjunge hat ihn heute Nacht vorbeigebracht und als wir schon geschlafen haben. Sie wollte uns nicht wecken. Hier ist er. Geben Sie her, Watson. Wusst ich's doch. Ich kenne Sie besser, als Sie es zugeben wollen, verehrter Holmes. Ja, das ist Porlocks Handschrift. Wer ist Porlock? Streng genommen, niemand. Niemand? Also, Holmes, dieser Brief sieht für mich nicht so aus, als sei er von niemandem geschrieben worden. Natürlich, Watson. Ich meine damit, dass es niemanden namens Porlock gibt. Es ist ein Deckname für jemanden, den ich persönlich nicht kenne. Bekomme ich nur noch einen Kaffee oder nicht? Na ja, gleich. Nicht so ungeduldig, bitte sehr. Danke, danke, mein lieber Watson. Jetzt geht's mir schon besser. Na, gut. Und warum schreibt er Ihnen dann? Um mir Informationen zukommen zu lassen. Porlock selbst ist nur ein ganz kleiner Fisch. Aber ein kleiner Fisch in einer sehr großen und mächtigen Organisation, über deren geplante Verbrechen er mir von Zeit zu Zeit ein paar Informationen zukommen lässt. Holmes, Sie machen mir Angst. Von welcher mächtigen Organisation sprechen Sie? Doch nicht etwa von der Mafia. Viel schlimmer, Watson. Ich spreche von niemand Geringerem als von Professor Moriarty und seinem Verbrechersyndikat. Sie erinnern sich doch, Watson? Ja, natürlich erinnere ich mich. Sie reden ja häufig genug davon, Holmes. Wobei ich langsam die Vermutung habe, dass Sie sich da in etwas verbeißen. Immerhin haben wir noch nie einen Fall gehabt, in dem dieser Professor Moriarty eine Rolle gespielt hätte. Eben das zeigt das Genie dieses Mannes, Watson. Er kontrolliert mit seinem Verstand die ganze Unterwelt von London. Ist der Organisator tausender Teufeleien. Hat vielleicht sogar schon das Schicksal ganzer Nationen beeinflusst. Und trotzdem hat er den besten Leumund und ist über jeden Verdacht erhaben. Und warum hat ihm dann noch niemand das Handwerk gelegt, wenn er so gefährlich ist? Weil er mindestens so genial wie bösartig ist, Watson. Werfen Sie einen Blick in seine Bücher. Die Leichtigkeit, mit der er die höchsten Höhen der Mathematik erklimmt, ist beeindruckend und beängstigend zugleich. Aber doch nicht für Sie, Holmes. Doch, Watson. Ich muss es zu meiner Schande gestehen. Sein Genie ist dem meinen durchaus ebenbürtig. Moriarty ist kein Verbrecher wie die anderen. Er ist der Stachel in meinem Fleisch. Ja, das muss ich zugeben. Und es wird mir eine wahre Wohltat sein, diesen Stachel eines Tages herausziehen zu können. Also gut, Holmes. Lassen wir Professor Moriarty einen Augenblick beiseite. Was schreibt Ihnen denn nun dieser Porlock? Zeigen Sie mal her. Bitte. Das ist ja... Tja, das... Tja, da ist ja nur ein Stück Papier drin. Mit lauter Zahlen. 534-SP2-13- 127-36 und so weiter und so weiter. Tja, das einzig Verständliche auf diesem Zettel besteht für mich in den Wörtern Douglas
und Burston. Was soll denn das nun für eine wichtige Information sein? Nun, offensichtlich versucht Mr. Porlock mir eine Geheimbotschaft zukommen zu lassen, weil er befürchtete, dass sie Moriarty in die Hände geraten könnte. Sie wollen mir doch nicht etwa sagen, dass Sie aus diesem Schriftstück schlau werden, Holmes? Naja, ich bin zwar durchaus in der Lage, die gängigen Geheimschriften mühelos zu entziffern, aber in diesem Fall haben wir es mit einem ungewöhnlichen Chiffriercode zu tun. Mit großer Wahrscheinlichkeit handelt es sich bei den Zahlen um Hinweise auf die Wörter einer Seite in einem bestimmten Buch. Können Sie mir folgen? Ja, solange ich allerdings nicht weiß, um welches Buch es sich handelt, bin ich machtlos. Schwierig. Ja. Ja, und warum stehen die Wörter Douglas und Burston ausgeschrieben in dieser Nachricht? Weil das Wörter sind, die nicht auf der betreffenden Seite dieses Buches vorkommen, natürlich. Aha. Und warum hat Ihnen dieser Porlock nicht dazu geschrieben, welches Buch gemeint ist? Mein lieber Watson, der Ihnen angeborene Scharfsinn ist immer wieder höchst ergötzlich. Sie werden doch sicherlich zustimmen, dass es keinen Sinn macht, eine Nachricht zu verschlüsseln, um dann im gleichen Brief den Schlüssel mitzusenden. Wenn der Brief in falsche Hände gerät, wären Sie sofort enttarnt. Allerdings, ja. Wenn Sie allerdings Brief und Schlüssel in unterschiedlichen Umschlägen verschicken, müssten schon beide Briefe an den falschen Empfänger geraten, damit Schaden entstehen kann. Sehe ich das richtig so? Tja, ich schlussfolgere, also erwarten wir noch einen Brief mit dem Schlüssel. In der Tat, mein lieber Watson. Und es sollte mich sehr wundern, wenn wir ihn nicht in wenigen Sekunden in Händen hielten. Herein! Ein Brief für Sie, Mr. Holmes. Danke, mein Junge. So, das ist für dich. Oh, danke, Mr. Holmes. Hoffentlich bis bald. Ja, bis bald. Ein netter Junge. Tja, man wird Ihnen nochmals ein Denkmal setzen, weil Sie die Jungs von der Straße immer so verwöhnen, Holmes. Naja, hoffentlich nicht nur deshalb, mein lieber Watson. Aber lassen Sie uns sehen, was wir hier haben. Tja, dann schauen wir mal. Der Umschlag sieht genauso aus wie der andere. Schauen Sie mal die Schrift auch. Also, das ist der erwartete Brief von Ihrem Mr. Porlock. Sehr richtig, Watson. Nur der Inhalt ist nicht ganz der, den wir erwartet haben. Sehr geehrter Mr. Holmes, leider kann ich Ihnen in dieser Angelegenheit keine weiteren Hinweise geben. Es ist zu gefährlich. Er verdächtigt mich. Ich kann es in seinen Augen lesen, dass er mich verdächtigt. Gerade als ich Ihnen den Codeschlüssel schicken wollte, besuchte er mich unerwartet. Oje. Zum Glück konnte ich den Umschlag noch rechtzeitig verschwinden lassen, sonst wäre es mir schlecht ergangen. Es tut mir leid, Mr. Holmes. Sie werden von nun an keine weiteren Nachrichten erhalten. Bitte verbrennen Sie meine letzte Nachricht, da sie Ihnen ohne den Schlüssel ohnehin nicht von Nutzen sein kann. Porlock. Tja, meine Güte. Ich hoffe, dem armen Kerl stößt nichts zu. Sie können mit Sicherheit davon ausgehen, dass ihm etwas zustoßen wird, Watson. In Moriettes Organisation gibt es nur eine Strafe für untreue Mitarbeiter. Den Tod. Tja. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es Porlock erwischt. Fürchterlich. Ich verstehe nur nicht, warum er Ihnen dann noch diesen Brief geschrieben hat. Warum hat er die Sache nicht einfach fallen lassen? Weil er zu Recht befürchtete, dass ich dann Nachforschungen anstellen würde. Und er in diesem Fall noch mehr Schwierigkeiten zu befürchten hätte. Noch hat Moriarty immerhin nur einen Verdacht gegen ihn. Und wir einen Brief, mit dem wir nichts anfangen können. Ja. Es ist doch zum Verrücktwerden, wenn man daran denkt, was für eine wichtige Nachricht wir hier vielleicht in Händen halten, mit der wir nichts anfangen können, weil es die menschliche Geisteskraft übersteigt, diesen Zahlen ihr Geheimnis zu entreißen. Moment, Watson. Ist das denn wirklich so? Aber natürlich. Sie haben doch eben selbst gesagt, dass wir ohne das Buch nicht weiterkommen.
Das ist richtig. Aber vielleicht können wir ja selbst herausfinden, um welches Buch es sich handelt. Holmes, wissen Sie, wie viele Bücher es gibt? Natürlich, Watson. Aber wie viele davon verfügen über mindestens 534 Seiten? Bitte? Die erste Zahl auf dem Zettel, Watson, 534. Ja. Wir dürfen annehmen, dass es sich dabei um die Seitenzahl des Buches handelt, auf der sich unsere Wörter befinden sollen. Also, haben wir die Anzahl der in Frage kommenden Bücher schon erheblich reduziert. Ja, bleiben nur noch ein paar Millionen übrig. Dann lassen Sie uns sehen, ob wir nicht noch einige davon ausschließen können. Als nächstes steht auf dem Zettel SP2. Haben Sie einen Vorschlag, was damit gemeint sein könnte, mein lieber Watson? Mein lieber Holmes, ich habe nicht die geringste Ahnung. Nun, dann lassen Sie mich eine Vermutung äußern. Herrlich, dieser Kaffee. Ja, ich denke, dass es sich bei den Buchstaben SP um eine Abkürzung für Spalte handelt. Wir finden unsere Wörter also in der zweiten Spalte der Seite 534. Was bedeutet, dass es sich nicht nur um ein ziemlich dickes Buch handelt, sondern auch um ein ziemlich dickes Buch, das mindestens zweispaltig gesetzt ist. Darüber hinaus müssen die Spalten eine beträchtliche Länge haben, da sie mindestens 293 Wörter umfassen. Ja, ja. Ja, was die höchste Zahl auf unserer Nachricht ist, nach den Anweisungen für Seite und Spalte. Ja, zugegebenermaßen beeindruckend, Holmes. Allerdings bleiben immer noch ein paar tausend Bücher in der Auswahl. Also, ich bleibe dabei, dass es völlig unmöglich ist, auf das richtige Buch zu kommen. Ach, Watson, Watson, dass Sie aber auch immer so früh aufgeben müssen. Die Informationen, über die wir verfügen, reichen noch, um sehr viel mehr herauszufinden. Nämlich? Mr. Porlock schreibt, dass er den Umschlag mit dem Codeschlüssel gerade noch verschwinden lassen konnte, als Moriarty auftauchte. Tja, und? Wenn der Codeschlüssel ein seltenes Buch wäre, hätte Porlock es mir geschickt. Da der Codeschlüssel aber in einen Umschlag passte, den er schnell verschwinden lassen konnte, ein 534 Seiten starkes Buch aber weder in einen Umschlag passt noch sich leicht verstecken lässt, dürfen wir davon ausgehen, dass Mr. Porlock mir nur den Titel des Buches übermitteln wollte. Und daraus können wir wiederum was schließen, Watson? Ich habe nicht die leiseste Ahnung, Holmes. Watson, bitte benutzen Sie Ihren Verstand. Wir können daraus natürlich schließen, dass er annimmt, dass ich es schon besitze. Oder dass ich es mir zumindest ohne Schwierigkeiten beschaffen kann. Es muss sich also um ein sehr verbreitetes Buch handeln. Und nun, Watson, frage ich Sie, wie viele weit verbreitete, dicke, mehrspaltig gesetzte Bücher kennen Sie? Die Bibel zum Beispiel. Ja, Watson, das habe ich mir gedacht. Immerhin. Prima, sehr gut. Aber wenn Sie gestatten, nicht gut genug. Es gibt kaum ein Buch, dessen Benutzung ich bei Moriartys Leuten für weniger naheliegend halte als die der Bibel. Aber vielleicht haben Sie sie genau deshalb benutzt. Möglich, Watson, aber sehr unwahrscheinlich. Es tut mir leid, dass ich Sie in Ihrem frisch aufkeimenden detektivischen Eifer bremsen muss. Nun ja. Aber bedenken Sie bitte, in wie vielen verschiedenen Ausgaben die Bibel existiert. Und alle diese Ausgaben haben natürlich gänzlich unterschiedliche Seitennummerierungen. Ja. Nein, 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 stimmt, nein, Watson, ja. Nein, Watson. Es muss sich um ein Buch handeln, das nur in einer einzigen Ausgabe existiert. Porlock war sich sicher, dass seine Seite 534 vollkommen identisch ist mit meiner Seite 534. Und das trifft nun wirklich nur auf äußerst wenige Bücher zu. Gut, gut. Sie haben mal wieder recht, Holmes. Aber welches Buch ist es denn jetzt? Eben, das ist die Frage, Watson. Lassen Sie uns nachdenken. Das Wörterbuch vielleicht? Keine schlechte Idee. Aber der Wortschatz des Wörterbuchs ist in den einzelnen Spalten üblicherweise recht eingeschränkt. Wir brauchen ein Werk, von dem wir ausgehen dürfen, dass dort die verschiedensten Wörter in einer Spalte auftauchen und nicht nur unterschiedliche Umschreibungen ein und desselben Begriffs. Tja, ein Jahrbuch vielleicht? Whittakers Almanach ist sehr verbreitet und er ist zweispaltig. Sehr gut, Watson.
So. Moment. Wollen wir mal suchen. Ja. Moment. Whittakers Almanach. Moment. Ja, danke. Hier haben wir ihn. Dann lassen Sie uns mal sehen, Watson, ob unsere bescheidenen Überlegungen uns zum Ziel geführt haben. Jetzt bin ich aber gespannt, Holmes. So, Seite 534, Spalte 2. Aha, es geht um den Handel und die Rohstoffe in Britisch-Indien. Rohstoffe in Britisch-Indien. Holmes, glauben Sie etwa, dass Moriarty seine Finger auch in den britisch-indischen Angelegenheiten hat? Oh, davon bin ich sogar überzeugt, Watson. Aber nun lassen Sie uns erst mal sehen, ob wir mit Hilfe dieses Textes unsere Geheimbotschaft entschlüsseln können. Also, Watson, wären Sie bitte so freundlich mitzuschreiben. Aber natürlich, natürlich. Wort Nummer 13 lautet Maratha. Was sich nicht nach einem besonders erfolgversprechenden Anfang anhört. Na gut, machen wir weiter. Wort Nummer 127 ist Regierung. Regierung. Ja, das könnte Sinn machen, Holmes. Die Regierung von Maratha. Ja. Na gut, schauen wir, was die Regierung von Maratha macht. Verdammt, Watson, das nächste Wort ist Schweineborsten. Oje, ich würde sagen, wir sind erledigt. Naja, ich habe ohnehin nicht recht an unseren Erfolg geglaubt, Holmes. Diesmal wäre es wirklich Zauberei gewesen, wenn Sie mit Ihren Überlegungen recht gehabt hätten. Watson! Watson, ich gebe mich noch nicht geschlagen. So, vielleicht besteht das Problem einfach nur darin, dass wir unserer Zeit voraus sind. Was suchen Sie denn jetzt, Holmes? Whittakers Almanach des letzten Jahres. Heute ist der 7. Januar, Watson. Ja. Und natürlich verfügen wir beide bereits über die neueste Ausgabe des Almanachs. Mr. Pawlock ist aber vielleicht nicht ganz so schnell wie wir. Vielleicht hat er noch mit der Vorjahresausgabe gearbeitet. Ja. Ah, hier ist es. Ja. So, Watson. Und was steht da? Ja, dann wollen wir doch mal sehen, wie weit wir jetzt kommen. Das Wort Nummer 13 lautet dort. Nummer 127 lautet ist. Aha. Dort ist. Ja, das hört sich zumindest vielversprechender an als die Schweineborsten. Weiter geht es mit Gefahr. Dort ist Gefahr. Ja, dort. Na, Watson, wie es aussieht, sind unsere Bemühungen jetzt von Erfolg gekrönt. Also, dort ist Gefahr. Gefahr, ja. Vielleicht kommt, schreiben Sie, Watson? Ja. Schreiben Sie? Ja, ja. Vielleicht kommt sehr bald einer, dann folgen auf dem Zettel die Wörter Douglas und Burlstone. Und weiter geht es ist dringend. Ja. Das war's. Nun, Watson, was halten Sie von den Früchten der reinen Vernunft? Moment, jetzt wollen wir doch mal sehen. Also dort ist Gefahr. Vielleicht kommt sehr bald einer. Douglas Burlstone ist dringend. Nun ja, also ich verstehe nicht bedeutend mehr als vor der Entschlüsselung, Holmes. Das ist doch sonnenklar, Watson. Moriarty und seine Leute planen irgendeine Teufelei, die sich gegen einen gewissen Douglas in Burlstone richtet. Und Mr. Pawlock vermutet, dass diese Teufelei recht bald stattfinden wird, weswegen er die Angelegenheit für dringend hält. Tja, und was machen wir jetzt? Erstmal sollten wir wohl herausfinden, warum uns Inspektor Lestrade bereits zu dieser frühen Morgenstunde einen Besuch abstattet. Inspektor Lestrade? Holmes, woher wollen Sie denn wissen, dass... Kommen Sie herein, Inspektor! Mr. Holmes,
Woher wussten Sie, dass... Ihre unvergleichlich leichtfüßige Art, den Weg von der Haustür zurückzulegen, hat Sie verraten, verehrter Inspektor. Was kann ich für Sie tun? Kaffee? Tee? Eigentlich sind wir noch beim Frühstück, nicht, ja, Watson? Allerdings. Ja, Mr. Holmes, Dr. Watson, ich muss leider unsere Verabredung für den heutigen Abend absagen. Oh, das ist bedauerlich. Wie schade, Inspektor. Wir hatten uns so darauf gefreut, wieder einmal einen Abend mit Ihnen zu verbringen. Tja, mir geht es nicht anders, Dr. Watson. Aber die Pflicht ruft. Ich muss raus aufs Land. Irgendwo in Sussex ist was passiert, wo Sie die Hilfe von Scotland Yard benötigen. Und ich fürchte, der Fall wird ein wenig Zeit in Anspruch nehmen. Ich bin gerade unterwegs zur Victoria Station. Und weil ich noch ein paar Minuten habe, dachte ich, ich entschuldige mich am besten persönlich bei Ihnen wegen heute Abend. Darf ich fragen, um was für einen Fall es sich handelt, Inspektor? Sie kennen ja meine diesbezügliche Neugier. Setzen Sie sich doch, Inspektor. Für einen Tee reicht Ihre Zeit doch bestimmt noch. Ja, aber nur kurz. Selbstverständlich, Inspektor. Wir werden Sie auf keinen Fall aufhalten. Ja, also es handelt sich um Mord. Und weil ein reicher Gutsbesitzer das Opfer ist, Ist Ihnen nicht gut, Inspektor? Mr. Holmes? Ja, Inspektor? Wo haben Sie diesen Zettel her? Dieser Zettel ist mir gestern Nacht zugeschickt worden. Warum fragen Sie? Weil auf dem Zettel die Wörter Douglas und Birdstone stehen. Und? Der Mordfall, in dem ich gerade nach Sussex unterwegs bin, hat sich in einem Ort namens Birdstone ereignet. Und ermordet wurde ein Mr. Douglas. Nein. Interessant. Von wem haben Sie diesen Brief? Das, verehrter Herr Inspektor, würde ich Ihnen gerne in Ruhe erzählen. Sagen Sie, hätten Sie etwas dagegen, wenn wir Sie nach Sussex begleiten? Wie könnte ich? Sehr gut. Damit zu Ihrer Frage, was wir jetzt tun werden, mein lieber Watson. Wir fahren nach Birdstone. Kommen Sie, wir müssen uns fertig machen. Aber Holmes, wir haben doch gar nicht zu Ende gefrühstückt. Ja, schon gut. Räumen Sie ab, Watson. Ein neuer Fall wartet auf uns. Wenn es um die Stillung leiblicher Bedürfnisse ging, hatten mein Freund Sherlock Holmes und ich des Häufigeren unterschiedliche Ansichten. Insbesondere dann, wenn Holmes einen Fall witterte, der eine Herausforderung seines Geistes versprach. Dieser Fall tat das in einem besonderen Maße, da doch Holmes Erzfeind Professor Moriarty seine Finger im Spiel zu haben schien. Holmes Interesse für Moriarty darf man mit Fug und Recht als Obsession bezeichnen. Er war besessen von dem Gedanken, dass Moriarty der Kopf einer der gefährlichsten und einflussreichsten Verbrecherorganisationen war, die Welt je gesehen hatte. Wie recht Holmes mit dieser Theorie hatte, sollte sich erst viele Jahre später aufs Tragischste herausstellen. Zum jetzigen Zeitpunkt jedoch hegte ich bezüglich seiner Einschätzung des Professors gewisse Zweifel, obschon ich sonst Holmes detektivischen Spürsinn rückhaltlos vertraute. Und mit meinen Zweifeln war ich da nicht allein. Auch Inspektor Lestrade hielt Holmes Besessenheit von Moriarty lange Zeit für nichts weiter als die verschrobene Idee eines ansonsten genialen Kopfes. Mehr als einmal hat es zwischen Holmes und Lestrade zu diesem Thema schon scharfe Auseinandersetzungen gegeben, weshalb Holmes es wohl für angebracht hielt, dem Inspektor erst im Zug zu enthüllen, dass er Moriarty für den Schuldigen im Birdstone-Mordfall hielt. Müssen diese Züge immer so unbequem sein? Ach, Sie glauben gar nicht, wie sehr ich Dienstreisen hasse.
Ist es nicht auch sehr ungewöhnlich, dass man bei einem Mordfall auf dem Land gleich Scotland Yard um Hilfe bittet, Inspektor? Allerdings, normalerweise sind zuerst die Jungs von der Grafschaftsverwaltung dran. Aber leider ist in Sussex gerade die Hälfte aller Inspektoren krank. Es ist Januar, Doktor. Also haben sie uns vom Yard telegrafiert und mich hat's diesmal getroffen. Tja, man kann es sich nicht aussuchen, Inspektor. Wie wahr, Doktor? So, Mr. Holmes, und jetzt haben Sie mich lange genug auf die Folter gespannt. Von wem haben Sie diesen Brief? Von einem meiner Londoner Informanten, Inspektor, einem gewissen Pollock. Menschenskind, warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Dann hätten meine Männer diesen Pollock in London schon ausfindig machen können, während wir uns in Birdstone die Misere anschauen, die er verursacht hat. Erstens, verehrter Herr Inspektor, bezweifle ich, dass Pollock für den Mordfall in Birdstone verantwortlich ist. Und zweitens liefere ich meine Informanten nur höchst ungern der Polizei aus. Und drittens würden sie ihn ohnehin nicht finden, weil Pollock nur ein Deckname ist. Den echten Namen dieses Gentleman kenne ich nicht. Und Sie haben nie versucht herauszufinden, wer er ist? Nein. Ich habe ihm mein Wort gegeben, keinerlei diesbezügliche Versuche zu unternehmen. Und ich bin ein Mann, der sich an sein Wort zu halten pflegt. Hervorragend. Da haben wir unseren Mörder und wissen nur leider nicht, wer er ist. Ich sagte es bereits, Inspektor. Mr. Pollock hat zwar alles andere als eine weiße Weste, aber er hat mit Sicherheit nichts mit diesem Mord zu tun. Er hat mich lediglich über ein Unheil informiert, das einem gewissen Douglas aus Birdstone aus den Kreisen der Verbrecherorganisation droht, in der er Mitglied ist. Aha. Und um welche Organisation soll es sich da handeln? Um Professor Moriarty und sein Verbrechersyndikat. Ach, Mr. Holmes, bitte nicht schon wieder dieses Märchen von Ihrem Professor Moriarty. Es ist weit entfernt von einem Märchen, Inspektor. Das Potenzial an bösen Kräften, das dieser Mann in sich vereint, ist äußerst grausame Realität. Gut, Mr. Holmes, dann will ich Ihnen etwas erzählen. Sie wissen, ich schätze Ihre Fähigkeiten außerordentlich und schenke Ihnen fast uneingeschränktes Vertrauen, was Ihre Einschätzung von Verbrechen angeht. Aber dass Sie einen so hoch angesehenen Mann wie diesen Professor solch verbrecherischer Machenschaften verdächtigen, kam mir schon immer merkwürdig vor. Also habe ich ihn aufgesucht, um mir selbst ein Bild zu machen. Sie haben Professor Moriarty besucht? Genau, Dr. Watson. Und ich bin mir sicher, dass es sich bei ihm um einen völlig unbescholtenen Mann handelt. Ich habe Ihnen bisher nichts davon gesagt, weil ich keine unnötige Diskussion provozieren wollte. Aber da Sie jetzt wieder damit anfangen, Mr. Holmes, halte ich es für notwendig, Ihnen von diesem Besuch zu erzählen und davon, dass ich überzeugt bin, dass Sie in diesem Fall Unrecht haben. Worüber haben Sie sich denn unterhalten? Worüber wir uns unterhalten haben? Über nichts Wichtiges. Sonnenfinsternisse, glaube ich. Keine Ahnung, wie wir auf das Thema gekommen sind. Auf jeden Fall hat er gleich eine Lampe geholt und einen Globus und mir das mit den Sonnenfinsternissen erklärt. Nicht, dass es mich besonders interessiert hätte, aber ich fand es doch sehr nett von ihm. Überhaupt ein sehr netter Mensch, dieser Professor Moriarty, Mr. Holmes. Ja, verehrter Inspektor, Professor Moriarty ist ein wahrer Meister der Täuschung. Also, Mr. Holmes, ich bin ja nun auch schon seit ein paar Jahrzehnten bei Scotland Yard. Glauben Sie, ich lasse mich so leicht von einem Menschen täuschen? Ja, Inspektor, das glaube ich. Holmes. Gehe ich recht in der Annahme, Inspektor, dass Ihr Gespräch mit dem Professor im Studienzimmer seines Hauses stattgefunden hat? Ja, das tun Sie. Und erinnern Sie sich zufällig an das Gemälde, das über seinem Schreibtisch hängt? Da hing was, ja. Aber was? Daran kann ich mich nicht mehr so richtig erinnern. Irgendwas mit einem Schaf oder so. Sie wissen doch, dass die Kunst nicht mein Steckenpferd ist, Mr. Holmes. Dann sollte sie es vielleicht werden, Inspektor. Es handelt sich um das Gemälde »Junges Mädchen mit Lamm« von dem berühmten französischen Maler Jean-Baptiste Greuze. Holmes, woher wissen Sie denn eigentlich, wie der Professor sein Haus eingerichtet hat? Ich dachte, Sie sind ihm noch nie persönlich begegnet. Das bin ich auch nicht, Watson. Ich bin eingebrochen. Holmes... Eingebrochen? Also, Mr. Holmes, das kann ich nicht gutheißen. Ich versichere Ihnen, es ist für einen guten Zweck geschehen, Inspektor. Und dabei habe ich mich ein wenig umgesehen. Gut, und ist es ein Verbrechen, dass er dieses Bild über seinem Schreibtisch hängen hat? Nein, Inspektor, das ist es nicht. Aber wussten Sie, dass dieses Bild einen Wert von 40.000 Pfund hat? 40? Ja. Das Gehalt von Professor Moriarty für seine Lehrtätigkeit beträgt hingegen nur 700 Pfund. Im Jahr. Gibt Ihnen das nicht zu denken, verehrter Inspektor?
Na ja, vielleicht hat er was geerbt. Ist es üblich, dass ein Mann, der sein Geld auf ehrliche Weise verdient oder erbt, 6 verschiedene Konten bei unterschiedlichen ausländischen Banken unterhält? Also ich glaube das alles nicht, Mr. Holmes. Irgendwie hört sich das an wie aus einem schlechten Kriminalroman. Schlechte Kriminalromane haben oft mehr mit der Wirklichkeit gemein, als Sie glauben, Inspektor. Ich mag sie trotzdem nicht. Die Detektive in den Romanen kriegen immer alles raus und verraten einem nie, wie sie es gemacht haben. Alles bloß Instinkt und Fantasie bei denen. Aber keine solide Polizeiarbeit. Für den Umgang mit Professor Moriarty sind ein wacher Instinkt und rege Fantasie unerlässliche Hilfsmittel, Inspektor. Ich setze eher auf harte, klare Polizeiarbeit, Mr. Holmes. Und wenn Ihr Professor was mit dieser Geschichte in Birdstone zu tun hat, dann werden wir es schon herausfinden. Sagen. Sie kommen zu selten in die Provinz, Doktor. Guten Morgen. Entschuldigen Sie, sind Sie die Herren von Scotland Yard? In der Tat, Sergeant. Ich bin Inspektor Lestrade und das sind Mr. Holmes und Dr. Watson aus London. Mr. Holmes? Mr. Sherlock Holmes? Der berühmte Detektiv? So ist es. Ich habe Mr. Holmes gebeten, mich bei der Klärung dieses Falles zu unterstützen. Und mit wem haben wir das Vergnügen? Ach so, ja, entschuldigen Sie, Sir. Wilson, Sergeant Wilson. Na dann, Sergeant Wilson, bringen Sie uns mal zum Tatort und erzählen Sie uns, was hier passiert ist. Natürlich, Herr Inspektor. Wenn Sie mir folgen wollen, meine Herren? Wir müssen leider zu Fuß gehen. Unsere Polizeikutsche ist nämlich gerade in der Reparatur. Entschuldigen Sie bitte. Es ist doch nicht weit. Ein wenig körperliche Ertüchtigung kann niemals schaden, Sergeant. Nicht wahr, Watson? Naja. Wenn Sie es sagen, Holmes... Auf geht's. Dann legen Sie mal los, Sergeant. Ja, also heute Nacht um 23:30 ist Mr. Douglas ermordet worden. Der Besitzer unserer kleinen Burg hier im Ort. Aber das wissen Sie ja schon. Und wie ist er ermordet worden? Auf sehr unangenehme Weise, Sir. Jemand hat ihn mit einer abgesägten Schrotflinte mitten ins Gesicht geschossen. Von dem Gesicht ist nichts mehr übrig. Ein fürchterlicher Anblick. Die ganze Bibliothek ist voll mit Blut. Entsetzlich. Entsetzlich. Es ist doch immer wieder unglaublich, was Menschen einander antun. Tja. Woher wissen Sie so genau, wie spät dieser Mord geschehen ist, Sergeant? Weil Mr. Barker und die anderen den Schuss gehört haben. Mr. Barker ist dann sofort in die Bibliothek gelaufen und hat den toten Mr. Douglas gefunden. Aha. Und wer ist dieser Mr. Barker? Ach so, ja. Mr. Cecil Barker ist ein alter Freund von Mr. und Mrs. Douglas, der von Zeit zu Zeit für ein paar Wochen in der Burg zu Besuch ist. Es gibt also auch noch eine Mrs. Douglas? Ja, Sir. Würde es Ihnen etwas ausmachen, mir mitzuteilen, wer noch in der Burg wohnt, Sergeant? Natürlich, Sir. Ich meine, natürlich nicht, Sir. Außer Mr. und Mrs. Douglas und Mr. Barker wohnen dort nur noch die Haushälterin Mildred und der Butler Ames, Sir. Danke, Sergeant. Es passieren wohl nicht allzu häufig solche Dinge hier bei Ihnen, was, Sir? Gott sei Dank nicht, Dr. Watson. Aber naja, leider heißt das auch, dass ich mich mit sowas nicht auskenne. Außerdem bin ich hier in Birdstone der einzige Polizist und darum habe ich natürlich sofort um Verstärkung gebeten. Nun sind wir ja hier, Sergeant. Und ich bin sicher, wir werden das Verbrechen schnell aufklären. Sagen Sie, Sergeant, wie lange sind Sie denn schon Polizist hier in Birdstone? Polizist bin ich jetzt seit 5 Jahren, Mr. Holmes, aber in Birdstone lebe ich schon seit meiner Geburt. Ich war nur für ein paar Lehrgänge auf der Polizeischule und dann bin ich sofort wieder hierher zurückgekommen. Und ich kann Ihnen versichern, dass sowas Schreckliches hier in der Gegend zum ersten Mal passiert ist. Wenn Sie hier schon so lange leben, können Sie uns doch bestimmt auch etwas über die Familie Douglas erzählen, oder? Natürlich, Sir. Was denn? Na ja, zum Beispiel, ob die Douglas hier im Dorf beliebt sind. Oh ja, sehr. Normalerweise mögen die Menschen hier keine Zugezogenen. Noch dazu, wenn sie einfach so die Burg kaufen, die seit Jahrhunderten im Besitz der Grafen von Sussex war. Aber Mr. und Mrs. Douglas sind sehr nette Leute.
Sie kommen immer zu den Gemeindefeiern und Mr. Douglas singt sogar im Kirchenchor mit. Die Douglas stammen also nicht von hier? Nein, Mr. Douglas ist mit seiner Frau vor ungefähr 10 Jahren aus Amerika hierher gezogen. Da hat er wohl auch sein Geld gemacht. Sagen Sie bloß nicht, dieser Douglas war Amerikaner. Nein, Sir. Mr. Douglas war Engländer, aber er hat eine lange Zeit in Amerika gelebt. Genaueres weiß ich allerdings auch nicht. Er hat nicht allzu gerne über sich geredet. Doch Gott sei Dank. Sie glauben gar nicht, was das sonst für einen Papierkrieg mit den amerikanischen Behörden gegeben hätte. Ist das da hinten die Burg, Sergeant? Ja, Doktor. Das ist hier bereits der Park des Anwesens. Man fühlt sich ans tiefste Mittelalter zurückversetzt. Eine Burg mit Wassergraben und Zugbrücke. Ringsherum die dunklen Tannen. Fehlt nur noch, dass plötzlich Robin Hood auftaucht. Ich fürchte, wir haben es eher mit einem bösen Sheriff von Nottingham zu tun, mein lieber Watson. Ja. Na, hoffentlich hat der Sheriff von Nottingham wenigstens eine Tasse Tee für uns übrig. Ich bin nämlich schon ganz durchgefroren. Hohoho, armer Watson. Auf uns wartete weder ein Sheriff von Nottingham noch eine schöne, heiße Tasse Tee. Insbesondere Letzteres musste ich zu meinem großen Bedauern feststellen. Was allerdings auf uns wartete, war der Schauplatz des äußerst blutigen Verbrechens, das in der Nacht zuvor in der Bibliothek von Burg Birdstone stattgefunden hatte. Mr. Douglas' Blut hatte den Boden der Bibliothek rot gefärbt. Durch die Wucht des Schusses verunzierte sein Blut Wände, Regale und Bücher. Und Sergeant Wilson hatte nicht gelogen, als er sagte, dass von Mr. Douglas' Gesicht und Kopf nicht mehr viel übrig sei. Nicht einmal ich als Mediziner hatte zuvor jemals eine solche Schussverletzung gesehen. Weil der Anblick der Bibliothek in ihrem jetzigen Zustand außerordentlich dazu einlud, ihn wann immer es ging zu meiden, wurden wir von Butler Ames zunächst in den Salon geführt, wo Mr. Barker, der Freund des Hauses, der die Leiche von Mr. Douglas entdeckt hatte, und die Haushälterin Mildred bereits auf unser Eintreffen warteten. Mr. Barker, ich darf vorstellen, das sind die Herren von Scotland Yard aus London. Inspektor Lestrade, der berühmte Mr. Sherlock Holmes und Dr. Watson. Guten Tag, meine Herren. Guten Tag. Angenehm. Nur ein Herr von Scotland Yard, Sergeant. Die beiden Herren unterstützen mich, wie gesagt, lediglich in den Ermittlungen. Natürlich, entschuldigen Sie. Und Sir. Sie sind also Mr. Cecil Barker, der Gast des Hauses, der die Leiche gefunden hat. Ja, leider, Herr Inspektor. Das ist Mildred, die Haushälterin, und Ames, der Butler. Guten Tag, Sir. Und wo ist Mrs. Douglas? Sie ist oben in ihrem Zimmer. Die ganze Aufregung hat sie sehr erschöpft. Darum hat sie mich gebeten, sie in ihrem Namen zu begrüßen. Ich verstehe. Wären Sie jetzt so freundlich und würden uns zeigen, wo Sie die Leiche gefunden haben, Mr. Barker? Natürlich. Bitte folgen Sie mir in die Bibliothek. Sie können gehen, Ames. Ich brauche Sie und Mildred im Moment nicht weiter. Danke, Sir. Hier entlang, meine Herren. Mein Gott, das sieht ja fürchterlich aus. Können Sie dem armen Kerl nicht wenigstens ein Tuch übers Gesicht legen? Oder zumindest auf das, was davon noch übrig ist. Ich habe die Anweisung gegeben, nichts am Tatort zu verändern, bis Sie eintreffen. Das war auch sehr gut so, Sergeant. Nun, Mr. Barker, dann erzählen Sie doch mal, was sich heute Nacht hier zugetragen hat. Natürlich, Herr Inspektor. Also, es war heute Nacht um 23:30. Ich saß oben im Gästezimmer und habe vor dem Kamin gelesen. Da hörte ich plötzlich einen Knall. Ich rannte die Treppe hinunter und sah Kerzenschein in der Bibliothek. Als ich hier hereinkam, sah ich sofort, was passiert war. Und dann hörte ich auch schon, wie Mrs. Douglas die Treppe herunterkam. Also stürzte ich aus der Bibliothek, um sie aufzuhalten. Diesen schrecklichen Anblick sollte man doch einer Ehefrau ersparen. Sehr rücksichtsvoll von Ihnen, Mr. Barker. Und wo befanden sich zu diesem Zeitpunkt der Butler und die Haushälterin? Die kamen sofort nach Mrs. Douglas. Und Ames habe ich dann sofort zu Sergeant Wilson geschickt. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum Mr. Douglas um 23:30 nachts im Morgenrock in die Bibliothek gegangen sein könnte? Das hat er jeden Abend gemacht.
Erst jeden Abend vor dem Zu-Bett-Gehen noch einmal mit der Kerze durchs Haus gegangen, um nach dem Rechten zu sehen. Nach dem Rechten zu sehen? Ja, um zu sehen, ob alle Fenster geschlossen sind und keine Lampen mehr brennen. Er fürchtete sich vor Feuer und Einbrechern. Letzteres wohl ja zu Recht, wie es aussieht. Und dass Mr. Douglas Selbstmord begangen haben könnte, schließen Sie aus? Ich wüsste nicht, welchen Grund er dazu gehabt haben sollte. Glauben Sie denn nicht, Inspektor, dass es für einen Mann angenehmere Methoden gibt, seinem Leben ein Ende zu setzen, als sich mit einer abgesägten Schrotflinte ins Gesicht zu schießen? Außerdem gibt es Beweise, dass ein Einbrecher hier war, Sir. Ist etwas gestohlen worden? Nein, Sir, aber das Fenster war offen. Und dann sind da die Fußabdrücke. Es gibt Fußabdrücke am Fenster. Sehen Sie, Sir? Hier, die beiden dreckigen Fußabdrücke hinter dem Vorhang und der blutige auf dem Fensterbrett. Der Einbrecher muss sich hinter dem Vorhang versteckt haben und bevor er etwas stehlen konnte, ist er dann unglücklicherweise von Mr. Douglas entdeckt worden. Er hat ihn getötet und ist durch das Fenster in den Graben gesprungen und geflohen. Gut. Wo ist die Tatwaffe? Hier, Inspektor. Aha. Leider ist der Herstellername zur Hälfte abgesägt. P-E-N ist alles, was man noch lesen kann. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Ein großes, geschnorkeltes P und das E und N kleiner, Inspektor? Woher wissen Sie? Dann handelt es sich um eine Schrotflinte der amerikanischen Firma Pennsylvania Arm Company. Eine in Amerika sehr verbreitete Firma. Sagen Sie, Holmes, gibt es eigentlich irgendetwas über Waffen, das Sie nicht wissen? Nicht sonderlich viel, Watson. Haben Sie diese Waffe schon einmal hier im Haus gesehen, Mr. Barker? Nein. Danke, Mr. Barker, das ist erstmal alles. Es sei denn, Sie hätten noch eine Frage, Mr. Holmes. Ja, die habe ich. Nur eine Kleinigkeit, Mr. Barker. Woher sagten Sie doch gleich, kennen Sie Mr. Douglas? Das habe ich bisher noch gar nicht gesagt, Mr. Holmes. Aber wenn es Sie interessiert, ich habe John Douglas in Amerika kennengelernt. Wir haben beide in Kalifornien nach Gold geschürft. Und irgendwann wollte er zurück nach England, weil er Erfolg gehabt hatte, und ich wollte fort aus Amerika, weil mir der Erfolg versagt geblieben war. Seit dieser Zeit sind wir eng befreundet. Danke, Mr. Barker. Sergeant Wilson, wären Sie so freundlich, den Butler zu uns hereinzubitten? Jawohl, Sir. Ich hoffe, Sie finden den Kerl, der den armen John umgebracht hat. Das werden wir schon, Mr. Barker. Seien Sie unbesorgt. Warum interessiert es Sie, wie Mr. Barker und der Tote sich kennengelernt haben, Mr. Holmes? Glauben Sie etwa, dass Mr. Barker etwas mit diesem Mord zu tun hat, Holmes? Nun, immerhin halte ich es für einen interessanten Zusammenhang, dass Mr. Douglas mit einer amerikanischen Waffe getötet wurde und dass sowohl Mr. Barker als auch Mr. Douglas längere Zeit in Amerika verbracht haben. Mr. Holmes, Sie sehen Gespenster. Erst Professor Moriarty, jetzt Mr. Barker. Also, für mich ist der Fall klar. Es gab einen Einbrecher, der von Mr. Douglas überrascht wurde und ihn deshalb getötet hat. Nein, kommen Sie herein. Sergeant Wilson sagte mir, Sie wollen mich sprechen, Inspektor. Das ist richtig. Wir versuchen gerade, uns ein Bild von den Geschehnissen der heutigen Nacht zu verschaffen, um herauszufinden, wer Mr. Douglas ermordet hat, Ames. Mr. Barker sagte uns, es habe um 23:30 einen Schuss gegeben, woraufhin er in die Bibliothek geeilt sei. Und kurz darauf seien auch Mrs. Douglas und dann Sie und die Haushälterin gekommen. Ist das richtig? Ja, das ist richtig, Sir. Und danach hat Mr. Barker Sie sofort ins Dorf geschickt, um die Polizei zu holen. Genau so war es. War die Zugbrücke zu diesem Zeitpunkt eingezogen oder ausgeklappt? Sie war eingezogen. Ich musste sie erst herunterlassen. Mr. Douglas wollte, dass die Brücke jeden Tag bei Einbruch der Dämmerung hochgezogen wird. Und das habe ich wie immer auch gestern getan. Um 5 Uhr nachmittags. Also muss sich der Täter vor 5 Uhr hier in die Burg geschlichen haben, um dann bis in die Nacht hinter dem Vorhang zu stehen und darauf zu warten, dass er sein Vorhaben in die Tat umsetzen kann. Als Mr. Douglas ihn entdeckt, schießt er in seiner Panik und flieht, ohne etwas gestohlen zu haben. Eine einfache Sache. Entschuldigen Sie, Sir, aber das ist nicht ganz richtig. Was ist nicht ganz richtig? Dass nichts gestohlen wurde, Sir. Ah, und was fehlt? Mr. Douglas' Ehering. Sein Ehering? Ja, Sir. Er steckt nicht mehr an seinem Finger. Er hat ihn immer am rechten Ringfinger getragen. Tatsächlich kein Ehering. Sehr merkwürdig. Ja, Sie verfügen über eine sehr gute Beobachtungsgabe, Ames. Danke, Sir.
Können Sie sich vorstellen, dass Mr. Douglas den Ring vielleicht selbst abgenommen hat? Nein, Sir, den hat er nie abgenommen. Vielleicht hatte er Streit mit Mrs. Douglas. Auf keinen Fall. Die beiden waren, wenn ich das so sagen darf, ein Herz und eine Seele, Sir. Wo wir gerade bei den kleinen Details sind. Was ist das eigentlich für ein merkwürdiges Mal, das Mr. Douglas da am Arm hat? Das sieht ja fast aus wie ein Brandzeichen. Alles, was ich weiß, ist, dass es aus seiner Zeit in Amerika stammt, Sir. Ja, das würde uns ohnehin nicht weiterhelfen. Außer dem Ehering fehlt nichts im Haus, sagen Sie? Ja, Sir. Wissen Sie, ob Mr. Douglas Feinde hatte? Nein, Sir, aber Mr. Douglas hat auch nicht viel von sich erzählt. Und ich arbeite ja auch erst seit ein paar Jahren für ihn. Tja, Holmes, fällt Ihnen dazu noch etwas ein? Vielleicht, Inspektor. Sagen Sie, Ames, Sie sind heute Nacht hierher gekommen, weil Sie einen Schuss gehört hatten. Ist das richtig? Den Schuss? Naja, nicht direkt. Eigentlich habe ich gar keinen Schuss gehört, Sir. Ich kam gerade aus dem anderen Flügel der Burg, wo ich die Schuhe geputzt hatte, als ich hörte, wie Mr. Barker um Hilfe rief. Also kam ich hierher und, sah, was passiert war. Mr. Holmes, Sie wollen doch nicht etwa bezweifeln, dass Mr. Douglas erschossen wurde? Wie könnte ich das, Inspektor? Schließlich liegt der bedauernswerte Beweis ja hier zu unseren Füßen. Ich wollte auch schon meinen. Und wie geht es jetzt weiter, Inspektor? Wie es weitergeht? Ich denke, dass es nicht mehr allzu lange dauern wird, bis wir den Kerl haben. Ich meine, wie weit kann ein Mann bei dieser Kälte kommen, wenn er vorher durch einen Wassergraben geschwommen ist, die Leute des Dorfes seine Spuren im Schnee verfolgen und jedes umliegende Polizeirevier informiert ist? Sergeant Wilson wird ja sicherlich das Notwendige veranlasst haben. Entschuldigen Sie, Sir, aber soweit ich informiert bin, hat der Sergeant diesbezüglich noch nichts unternommen. Er sagte, er wolle mit allen weiteren polizeilichen Maßnahmen warten, bis Sie hier sind. Was? Kein Mensch sucht diesen Kerl bisher? Nein, Sir. Nicht, dass ich wüsste. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Inzwischen ist dieser Kerl doch über alle Berge. Sergeant Wilson! Ich glaube, der Sergeant ist unten in der Küche bei Mildred und trinkt Tee, Das ist Sir. Doch wohl ungeheuerlich. Na, der kann was erleben. Entschuldigen Sie mich für einen Moment, meine Herren. Natürlich, Inspektor. Und Ames, bitte seien Sie so freundlich und bitten Mrs. Douglas in den Salon. Ich will Sie sprechen. Sergeant Jawohl, Wilson. Sir. Kann ich jetzt Sergeant gehen, Wilson? Sir? Einen Augenblick noch, Ames. Sergeant sagen Sie, Wilson. Erinnern Sie sich zufällig, welche Schuhe Mr. Barker gestern Abend getragen hat, als Sie alle diese fürchterliche Entdeckung gemacht haben? Natürlich, Sir. Seine Pantoffeln. Würde es Ihnen sehr viel ausmachen, mir diese Pantoffeln zu bringen? Aber sie sind noch nicht geputzt, Sir. Sie sind noch voll Blut. Das macht nichts. Wie Sie wünschen, Sir. Holmes, was soll denn das mit den Pantoffeln? So langsam mache ich mir Sorgen um Sie, mein Freund. Das ehrt Sie, mein lieber Watson. Aber ich versichere Ihnen, dass es völlig unnötig ist. Dann verlange ich, dass Sie mir verraten, was es damit auf sich hat, Holmes. Also gut, Watson. Sehen Sie sich bitte die Fußabdrücke am Fenster an. Fällt Ihnen da nichts auf? Moment. Naja, die beiden Abdrücke auf dem Boden sind dreckig und der auf dem Fensterbrett ist blutig. Ich weiß nicht, was daran ungewöhnlich sein soll. Der Einbrecher ist von draußen gekommen und hat auf eine günstige Gelegenheit gewartet und nach dem Mord ist er ins Blut getreten, was ja auch schwer zu vermeiden ist, wenn Sie sich hier umschauen. Und dann ist er geflohen. Aha, und zwischendurch hat er die Schuhe gewechselt. Bitte? Benutzen Sie doch bitte Ihre Augen, Watson. Sehen Sie nicht, dass der Abdruck auf dem Fensterbrett von einem viel größeren Schuh stammt als die beiden Abdrücke auf dem Boden? Von dem unterschiedlichen Profil wollen wir gar nicht erst sprechen. Tja, und was heißt das, Holmes? Das heißt, dass ich die Geschichte mit der Flucht aus dem Fenster nicht glaube, Watson. Hier sind die Pantoffeln, Sir. Danke, Ames. Ich bringe sie Ihnen gleich zurück. Wären Sie wohl so freundlich und würden die Tür schließen, wenn Sie gehen? Sehr wohl, Sir. Dann wollen wir doch mal sehen, Watson. Und? Habe ich's mir doch gedacht. Der Fußabdruck auf dem Fensterbrett stammt eindeutig von Mr. Barkers rechtem Pantoffel. Hier, sehen Sie selbst, Watson. Ja, das ist ja unglaublich.
Da es offensichtlich ist, dass Mr. Barker nicht durch dieses Fenster geflohen ist, gibt es nur eine weitere Möglichkeit. Mr. Barker hat diese falsche Spur mit Absicht gelegt, um die Polizei auf eine falsche Fährte zu locken. Ja, glauben Sie denn wirklich, dass er es war? Ich glaube gar nichts, Watson. Allerdings halte ich es für dringend notwendig, dass wir noch ein paar Nachforschungen anstellen. Sollten wir nicht zuerst Inspektor Lestrade über diese Entdeckung informieren, Holmes? Nein, Watson. Entschuldigung. Aber ich halte es für besser, wenn keiner hier im Hause etwas davon weiß. Sie wissen, wie impulsiv unser guter Inspektor werden kann, wenn er glaubt, einen Fisch an der Angel zu haben. Ich ziehe es dagegen vor, den Fisch noch ein wenig zu beobachten, um mir sicher zu sein, dass es auch wirklich der richtige ist, ehe ich ihn aus dem Wasser hole. Und was machen wir dann jetzt? Nun, wir schließen uns wieder dem Inspektor und seinen Ermittlungen an, würde ich vorschlagen. Sie wissen doch, Watson, ich schätze es immer wieder, Zeuge von Lestrades solider, harter, klarer Polizeiarbeit zu sein. Holmes, Holmes. Also was ist denn nun, Ames? Kommt Mrs. Douglas in den Salon oder nicht? Sie müsste jeden Augenblick herunterkommen, Sir. Sie ist noch ein wenig schwach. Ich habe Mildred gebeten, ihr behilflich zu sein. Und, verehrter Inspektor, gibt es schon neue Erkenntnisse? Neue Erkenntnisse? Wie denn, wenn man keine Zeit hat, die Zeugen zu befragen, weil man den Kollegen vom Land erstmal sagen muss, was sie tun sollen? Ich weiß nicht, was diese Jungs heutzutage in den Polizeischulen überhaupt noch lernen. Ich hoffe, Sie waren nicht zu streng mit Sergeant Wilson. Zu streng? Dr. Watson, bei einem solchen Verhalten kann man gar nicht streng genug sein. Ich hoffe, er holt seine Versäumnisse jetzt so schnell wie möglich nach. Ich habe ihn ins Dorf geschickt, um den umliegenden Polizeistationen zu telegrafieren und um ein paar Männer aus dem Dorf zu holen, damit die Gegend hier abgesucht werden kann. Obwohl ich ja nur noch wenig Hoffnung habe, dass wir den Kerl noch schnappen können nach den vielen Stunden, die inzwischen vergangen sind. Ganz vorsichtig, Mrs. Madam, Douglas. Darf ich Ihnen behilflich sein? Danke, Ames. Es geht schon. Sie wollten mich sprechen, meine Herren? Ja, Mrs. Douglas, vermute ich? Sie vermuten richtig. Und mit wem habe ich die Ehre? Ich bin Inspektor Lestrade von Scotland Yard, Madam. Und das sind Mr. Sherlock Holmes und Dr. Watson. Die Herren sind so freundlich, mir bei dieser Untersuchung zu helfen. Guten Tag, Mrs. Douglas. Guten Tag. Guten Tag. Meine Herren, macht es Ihnen etwas aus, wenn ich mich setze? Die Ereignisse der heutigen Nacht haben mich doch ein wenig mitgenommen. Natürlich, Mrs. Douglas. Sie gestatten, dass ich Ihnen mein tiefstes Beileid ausspreche. Und ich versichere Ihnen, wir werden unser Möglichstes tun, um den Mörder Ihres Gatten seiner gerechten Strafe zuzuführen. Danke, Herr Inspektor. Entschuldigen Sie bitte, ich habe ganz meine guten Manieren vergessen. Die Fahrt von London hierher muss Sie doch ganz erschöpft haben. Darf ich Ihnen vielleicht eine Tasse Tee anbieten, meine Herren? Ach, außerordentlich gerne, Mrs. Douglas. Es war fürchterlich kalt da draußen. Watson. Was ist denn, Holmes? Mildred, machen Sie bitte Tee für die Herren. Und bringen Sie auch Kuchen. Ich bin sicher, die Herren haben Hunger. Ja, Madam. Gehen Sie, Mildred, bitte zur Hand, Ames. Ich komme hier allein zurecht. Sehr wohl, Madam. Nun, meine Herren, wie kann ich Ihnen helfen? Mrs. Douglas, auch wenn wir davon ausgehen, dass Ihr Mann wahrscheinlich das unglückliche Opfer eines gewöhnlichen Einbrechers geworden ist, müssen wir doch ausschließen, dass es sich bei diesem Verbrechen vielleicht um einen geplanten Mord handelt. Darum muss ich Sie fragen, ob es sein kann, dass Ihr Mann irgendwelche Feinde hatte. Mein Mann war der edelste und feinste Mensch, den man sich nur vorstellen kann, Inspektor. Er war bei allen beliebt. Ich wüsste nicht, weshalb irgendjemand sein Feind gewesen sein sollte. Aber vor irgendetwas muss Ihr Mann sich doch gefürchtet haben, Mrs. Douglas. Ein Mann, der nichts fürchtet, kauft sich keine Burg, lässt nicht jeden Tag bei Dämmerungsbeginn die Zugbrücke einholen und macht nicht jede Nacht einen Rundgang durchs Haus, ehe er sich zu Bett legt. Er hat darüber nicht mit mir geredet, Mr. Holmes. Und als Ehefrau muss man lernen, die Geheimnisse und Eigenheiten seines Gatten zu respektieren. Lassen Sie mich eine andere Frage stellen. Entschuldigen Sie bitte, Mrs. Douglas, Sie sind eine schöne Frau.
Haben Sie vielleicht einen Verehrer hier in der Gegend, der Ihnen oder Ihrem Mann in letzter Zeit eventuell zu nahe getreten ist? Wie kommen Sie auf diese absonderliche Frage? Ihrem Mann wurde der Ehering gestohlen, Mrs. Douglas. Es handelt sich dabei um den einzigen Wertgegenstand, der heute Nacht in diesem Haus abhanden gekommen ist. Und laut Auskunft Ihres Butlers Ames hat Ihr Ehemann diesen Ring nie abgesetzt. Das ist wirklich merkwürdig. Aber ist es nicht denkbar, dass es ein ganz gewöhnlicher Einbrecher war, der meinen Mann getötet hat, weil er ihn auf seinem Rundgang entdeckt hat? Vielleicht ist der Einbrecher einfach in Panik geraten und hat dann vor seiner Flucht noch schnell das Erstbeste eingesteckt, das er für wertvoll hielt. Weil es relativ unwahrscheinlich ist, dass sich ein einfacher Einbrecher die Mühe macht, Stunden vor seinem Raubzug in ein Haus einzudringen und sich hinter dem Vorhang zu verstecken, um genau in dem Augenblick mit seinem Raubzug zu beginnen, in dem der Hausherr seinen nächtlichen Rundgang beginnt. Das ist doch einleuchtend. Aber natürlich schließen wir auch keine Möglichkeit aus, Mrs. Douglas. Wir werden den Kerl erstmal suchen und dann wird er uns schon sagen, was er vorhat. Mrs. Douglas, auch wenn es für Sie sicherlich schmerzhaft ist, möchte ich Sie doch bitten, uns noch einmal kurz zu schildern, was sich gestern Nacht aus Ihrer Perspektive hier zugetragen hat. Natürlich, wenn Sie es wünschen. Mr. Holmes, was soll denn das noch? Ich lag bereits im Bett, als John, mein Mann, Mr. Douglas, für seinen abendlichen Rundgang durch das Haus unser Schlafzimmer verließ. Das war kurz vor 23:30. Ein paar Minuten später hörte ich unten plötzlich einen Schuss. Ich lief sofort nach unten und wollte in die Bibliothek, weil ich dort Licht sah. Aber Mr. Barker hielt mich auf und sagte mir, was passiert war. Ames und Mildred kamen gleich nach mir. Aber an alles Weitere habe ich nur noch eine verschwommene Erinnerung. Oh mein Gott. Ich kann es einfach nicht fassen. Beruhigen Sie sich, Mrs. Douglas. Mrs. Douglas, sagen Sie, aus welchem Grund erinnern Sie sich so genau an die Uhrzeit, zu der Ihr Mann seinen Rundgang begonnen hat? Weil ich auf die Uhr gesehen habe. Aha. Und Sie sind sich sicher, dass Sie einen Schuss gehört haben? Natürlich. Sie sind also nicht etwa heruntergekommen, weil Sie Hilferufe oder Stimmen gehört hätten? Nein, Mr. Holmes. Ich habe ganz eindeutig einen Schuss gehört. Einen dumpfen Schuss. Der Tee, Madame. Danke, Mildred. Endlich. Servieren Sie ihn hier am Tisch. Haben Sie noch weitere Fragen, meine Herren? Nicht, dass ich wüsste. Sie vielleicht, Mr. Holmes? Danke. Ich weiß alles, was ich wissen wollte. Auch auf die Gefahr hin, unhöflich zu erscheinen, würde ich mich dann gerne wieder auf mein Zimmer zurückziehen, wenn Sie gestatten. Auf Wiedersehen, Mrs. Douglas. Und erholen Sie sich bitte. Auf Wiedersehen. Soll ich Ihnen helfen, Madame? Danke, es geht schon. Kümmern Sie sich um die Herren. Sehr wohl, Madame. Darf ich Ihnen sonst noch etwas bringen, meine Herren? Oh, danke. Das sieht alles schon sehr appetitlich aus. Bitte? Ich sagte, das sieht alles sehr gut aus. Oh, danke, Sir. Ach, Mildred, wären Sie wohl so freundlich und würden mir eine Frage bezüglich der gestrigen Nacht beantworten? Natürlich, Sir. Warum kamen Sie zur Bibliothek gelaufen? Na, weil doch Mr. Douglas erschossen worden ist, Sir. Natürlich. Aber kamen Sie hierher, weil Sie einen Schuss gehört hatten? Naja, eigentlich habe ich den Schuss gar nicht gehört, Sir. Ich bin nämlich ein bisschen schwerhörig, wissen Sie. Aber wie Mr. Barker dann um Hilfe rief, das habe ich gehört. Und da bin ich dann auch sofort gekommen. Danke, Mildred. Sie können gehen. Es sei denn, der Inspektor... Nein, nein, schon gut. Sie können gehen. Danke, Sir. Endlich. Endlich eine schöne heiße Tasse Tee. Schmeckt. Was? Ja. Was wären Sie nur ohne Ihren Tee? Ein halber Mensch, Holmes. Apropos halbe Menschen, Mr. Holmes. Verraten Sie mir, warum es Sie so brennend interessiert, wer den Schuss auf Mr. Douglas gehört hat. Ich persönlich fände es sehr viel interessanter zu erfahren, wer ihn abgegeben hat. Es ist nur eine Ahnung, Inspektor. Aber ich werde Sie informieren, sobald aus dieser Ahnung eine Gewissheit geworden ist. Großartig. Der Kuchen ist exzellent. Inspektor, probieren Sie. Danke, Doktor. Ich habe gerade keinen Appetit. Mir liegt dieser Mord im Magen. Wo bleibt denn nur Sergeant Wilson? Mit jeder Minute, die wir verlieren, ist der Mörder weiter weg. Und Tageslicht für die Spurensuche haben wir auch nicht mehr allzu lang. Selbst ist der Mann, verehrter Inspektor. Mr. Holmes, Sie haben recht. Wenn Sergeant Wilson nicht kommt, müssen wir selbst etwas tun.
Ich halte es für die beste Idee, als erstes das Ufer des Wassergrabens nach Fußspuren abzusuchen. Wenn der Kerl aus dem Fenster gesprungen und durch den Graben geflüchtet ist, müsste man doch etwas finden können. Dann wissen wir wenigstens, in welche Richtung er seine Flucht begonnen hat. Kommen Sie, meine Herren. Aber wir haben doch gerade erst mit dem Tee angefangen. Der Tee läuft uns nicht weg, Doktor. Der Mörder schon. Sie haben den Inspektor gehört, Watson. Kommen Sie. Aber Holmes, Sie haben doch gesagt, es gibt niemanden, der durch das Fenster geflohen ist. Der blutige Abdruck auf dem Fensterbrett stammt doch von Mr. Barkers Pantoffel. Psst, Watson. Außer uns beiden sollte das vorerst keiner wissen. Lassen wir dem Inspektor seine Freude an der klaren, harten Polizeiarbeit und vertreten uns ein wenig die Beine beim Suchen. Naja, wenn's denn sein muss. Und Holmes, haben Sie was gefunden? Still, Watson! Ducken Sie sich! Was ist denn? Ich habe zwar wie erwartet keine Fußabdrücke gefunden, aber dafür habe ich etwas anderes entdeckt. Sehen Sie, Watson? Mr. Barker und Mrs. Douglas Arm in Arm bei einem Spaziergang durch den Park. Bist du sicher, dass uns hier keiner hören kann? Ganz bestimmt. Die Polizisten aus London trinken Tee und Sergeant Wilson ist im Dorf. Ich mache mir solche Sorgen, Cecil. Sei ganz ruhig, Patty. Jetzt ist ja alles vorbei. Jetzt kann endlich ein neues Leben anfangen. Aber was ist, wenn Sie es herausfinden? Das werden Sie nicht. Es gibt einen unbekannten Täter, den Sie ein paar Tage lang suchen werden, und dann wird die Sache im Sand verlaufen. Hoffentlich hast du recht. Glaub mir, alles wird gut. Und jetzt lass uns reingehen, ehe uns jemand vermisst, ja? Ja. Was sagen Sie dazu, Holmes? Was ich dazu sage, Watson? Ich sage dazu, dass ich weiß, warum ich nicht verheiratet bin. Also haben Mr. Barker und Mrs. Douglas den Mord begangen? Ja, so sieht es wohl aus, Watson. Naja, ein ganz einfacher Fall mit den klassischen Motiven Geld und Liebe. Mr. Barker und Mrs. Douglas haben eine Affäre. Und wollen weder auf ihre Liebe noch auf Mr. Douglas Geld verzichten. Also gibt es nur eine Lösung. Der Ehemann muss umgebracht werden. Dann legt man eine falsche Spur, die im Nichts endet, und hofft, dass die Polizei dumm genug ist, darauf reinzufallen. Dann sollten wir aber sofort Inspektor Lestrade informieren. Immer mit der Ruhe, Watson. Es gibt da etwas, das mir noch nicht gefällt. Da sind Sie nicht der Einzige, Holmes. Wenn einem Mann aus Habgier mit einer Schrotflinte ins Gesicht geschossen wird, gibt es einiges, was mir nicht gefällt. Das meine ich nicht, Watson. Ich frage mich, was Moriarty mit der ganzen Angelegenheit zu tun hat. Wie konnte Porlock von der Gefahr wissen, die Mr. Douglas drohte, wenn diese Gefahr von seiner Ehefrau und ihrem Liebhaber ausging? Vielleicht hatte Moriarty auch einen Anschlag auf Mr. Douglas vor und die beiden sind ihm nur zufällig zuvorgekommen. Naja, das wäre schon ein sehr ungewöhnlicher Zufall, Watson. Und wie erklären Sie sich die verschiedenen Schuhabdrücke am Fenster? Warum sollten Mr. Barker und Mrs. Douglas zwei verschiedene Paar Schuhe benutzt haben, um für uns eine falsche Spur zu legen? Vielleicht waren sie aufgeregt. Ach was, und was ist mit dem fehlenden Ehering? Was weiß ich, Holmes? Vielleicht ein Akt der Befreiung. Mrs. Douglas befreit sich von ihrem toten Gatten, indem sie ihn den Ehering von der Hand reißt. Ja, das wäre nicht nur sehr melodramatisch, sondern auch äußerst töricht, Watson. Es musste den beiden doch klar sein, dass die Polizei den Verlust des Eherings entdecken. Naja, und Fragen stellen würde. Tja, mitunter handeln Menschen nun einmal töricht, Holmes. Trotzdem, Watson, das gefällt mir nicht. Nun, meine Herren, haben Sie etwas gefunden? Nein, nichts, Inspektor. Verdammt, auf der anderen Seite des Grabens ist auch nichts. Der Kerl kann sich doch nicht in Luft aufgelöst haben. Verehrter Inspektor,
Was beabsichtigen Sie jetzt zu tun? Na ja, wenn der Kerl aus dem Fenster herausgeklettert und in den Graben gesprungen ist, aber auf der anderen Seite des Grabens keine Fußspuren zu sehen sind, bedeutet das ja wohl, dass er im Graben geblieben sein muss. Vielleicht hat er sich beim Sprung aus dem Fenster am Kopf verletzt und ist ertrunken. Also denke ich, wir sollten am besten den Graben durchsuchen. Was denken Sie, Mr. Holmes? Hallo, der Inspektor Lestrade. Inspektor, da hinten. Da hinten liegt ein Fahrrad in den Büschen. Ich habe es erst auf dem Rückweg vom Dorf entdeckt. Und Ames sagt, das Fahrrad gehört keinem im Haus und er hat es noch nie gesehen. Und gestern, sagt er, ist es noch nicht da gewesen. Ach, der erste Hinweis auf unseren Täter. Ich dachte schon, wir hätten es mit einem Phantom zu tun. Aber Phantome, die mit dem Fahrrad zum Ort ihres Verbrechens kommen und es dann stehen lassen, sind zum Glück recht selten. Also gibt es doch den großen unbekannten Holmes. Ich gebe zu, ich bin ein wenig verwirrt, Watson. Ach, allerdings sehr selten. Was ist mit den Männern aus dem Dorf, Sergeant? Die kommen gleich, Sir. Gut, wenn sie hier sind, sollen sie sofort damit anfangen, den Burggraben zu durchsuchen. Vielleicht haben wir ja Glück und können dem Henker Arbeit ersparen. Dass der große Sherlock Holmes durch das Auftauchen neuer Tatsachen in einem Fall verwirrt war, kam so selten vor, dass es eine Sensation war. Dass er darüber hinaus seine Verwirrung offen zugab, grenzte jedoch an ein kleines Wunder. Üblicherweise legte sich Holmes' Verwirrung innerhalb kürzester Zeit wieder, indem er die Fakten neu sortierte und zu einem neuen stimmigen Bild zusammensetzte. In diesem Fall funktionierte dieses Verfahren allerdings aus irgendeinem Grunde nicht. Holmes, genialer Geist, hackte wie eine Maschine, die man mit dem falschen Schmiermittel behandelt hatte. Gab es nun einen Einbrecher oder gab es keinen? Der falsche Fußabdruck schien darauf hinzuweisen, dass es keinen Einbrecher gab. Wenn es keinen Einbrecher gab, woher stammte dann jedoch das Fahrrad? Andererseits, wenn es einen Einbrecher gab, wohin war er verschwunden? Ohne Spuren zu hinterlassen. Inspektor, wir haben etwas. Eine Leiche? Nein, Sir. Ein Bündel mit Kleidern. Interessant. Also, Mr. Holmes, wenn ich mir bei einer Sache sicher bin, dann, dass Mr. Douglas nicht von einem Bündel Kleider erschossen wurde. Ich denke, wir sollten es uns trotzdem näher anschauen, Inspektor. Wie Sie meinen. Bringen Sie es her, Sergeant. Ich weiß wirklich nicht, was Sie mit einem Bündel Kleider wollen, Mr. Holmes. Wir suchen die Leiche unseres Mörders und ich bin sicher, dass wir sie in diesem Graben finden werden. Hier, Sir. Danke, Sergeant. Suchen Sie weiter. Jawohl, Sir. Und, Holmes, was sagt Ihnen dieses Bündel jetzt? Nun, zumindest sagt es uns, dass jemand sich gänzlich seiner Kleider entledigt haben muss. Sehen Sie hier. Mantel, Hose, Hemd, alles da. Mein Gott, Holmes, irgendjemand wird seine alten Kleider in den Graben geworfen haben. Das ist zwar kein feiner Zug, aber sicherlich auch kein Verbrechen. Das sind keine alten Kleider, Inspektor. An den Sachen ist kein einziger Flicken. Na und wenn schon? Interessant. Was haben Sie denn jetzt schon wieder gefunden? Wenn Sie vielleicht einen Blick auf dieses Etikett im Hemd werfen wollen, Inspektor. Robert Finch, Schneidermeister, Vermissa. Ja und? Vermissa, verehrter Inspektor, ist eine Stadt in den Vereinigten Staaten von Amerika. Ich wage zu bezweifeln, dass die Leute aus dieser Gegend ihre Hemden in Amerika anfertigen lassen, um sie dann in Mr. Douglas' Burggraben zu versenken. Wahrscheinlich ist es einfach nur ein Zufall. Und dass die Tatwaffe ebenfalls ein amerikanisches Fabrikat ist und sowohl Mr. Douglas als auch Mr. Barker mehrere Jahre in Amerika verbracht haben, sind auch nur Zufälle, Inspektor? Das halte ich immer noch für wahrscheinlicher, als davon auszugehen, dass der Mörder aus dem Fenster in den Burggraben springt, um dann seine sämtlichen Kleider auszuziehen und nackt durch die Kälte zu flüchten, Mr. Holmes. Irgendetwas stimmt hier nicht. Erst das Fahrrad und jetzt diese Kleider. Nein, das passt nicht zusammen. Hier muss noch jemand gewesen sein. Natürlich ist hier noch jemand gewesen, Mr. Holmes. Nach wem sollten diese Männer sonst wohl den Graben absuchen, wenn nicht nach diesem jemand?
Es passt einfach nicht zusammen. Was passt nicht zusammen? Ach, also mir wird langsam kalt, Holmes. Wollen Sie dem Inspektor nicht endlich erzählen, was Sie wissen? Was er weiß? Was meinen Sie damit, Dr. Watson? Mr. Holmes, Sie verheimlichen mir doch nicht etwa Erkenntnisse, die für die Lösung dieses Falls von entscheidender Bedeutung sind. Das passt nicht zusammen. Das passt alles nicht zusammen. Es passt einfach nicht. Holmes! Wo wollen Sie denn hin? Holmes! Doktor, wissen Sie beide etwas, über das ich informiert werden sollte? Ja, Inspektor. Und ich habe auch keine Lust mehr, mir hier länger kalte Füße zu holen. Für die Leiche eines Mörders, die Sie ohnehin nicht finden werden. Wie kommen Sie darauf? Als wir eben am Graben Spuren gesucht haben, haben Holmes und ich ein Gespräch belauscht. Was für ein Gespräch? Ein Gespräch zwischen Mr. Barker und Mrs. Douglas. Die beiden gingen Arm in Arm hier durch den Park. Arm in Arm, so. Na, da ergeben sich ja mit einem Mal ganz neue Perspektiven. Warten Sie ab. Bis ich Ihnen erzählt habe, worüber sich die beiden unterhalten haben. Mrs. Douglas schien sehr große Angst davor zu haben, dass wir es herausfinden. Verstehen Sie? Und Mr. Barker sprach davon, dass jetzt endlich ein neues Leben beginnen kann. Das ist ja wohl allerhand. Die beiden sind also ein Liebespärchen und haben den störenden Ehemann einfach aus dem Weg geräumt. Und bekommen auf diese Weise zusätzlich noch sein Geld. Erinnern Sie sich, dass Mr. Barker erzählte, dass er im Gegensatz zu Mr. Douglas in Amerika kein Glück hatte beim Goldschürfen? Ein sehr gutes Motiv, Doktor. Das würde also bedeuten, dass diese Geschichte mit dem Einbrecher frei erfunden ist, um uns auf eine falsche Fährte zu locken. Genau. Holmes hat sogar den Beweis dafür. Er hat sich von Ames Mr. Barkers Pantoffeln bringen lassen und festgestellt, dass der blutige Fußabdruck auf dem Fensterbrett ganz eindeutig von Mr. Barker stammt. Das ist ja wohl unglaublich. Jetzt ist natürlich klar, warum wir keine Fußspuren am Graben gefunden haben. Und das alles haben Sie die ganze Zeit gewusst und mir nichts davon erzählt? Menschenskind, wissen Sie, wie viel Arbeit Sie mir damit erspart hätten? Es tut mir leid, Inspektor. Holmes hielt es für besser, Ihnen noch nichts davon zu sagen. Ich weiß nicht, warum. Ach, das ist doch klar, Doktor. Weil er wieder einmal den ganzen Ruhm für sich haben wollte. Natürlich werde ich noch ein Wörtchen mit ihm sprechen. Aber jetzt gibt es erstmal Wichtigeres zu tun. Sergeant Wilson! Ja, Sir? Schicken Sie die Männer zurück ins Dorf! Aber, Sir! Tun Sie es einfach! Und sagen Sie Mr. Barker und Mrs. Douglas, dass sie sich unverzüglich in der Bibliothek anzufinden haben. Jawohl, Sir. Dann wollen wir doch mal sehen, ob wir nicht die Wahrheit aus diesem hübschen Pärchen herausbekommen. In den vielen Jahren der Freundschaft, die mich mit Sherlock Holmes verbanden, habe ich seine Wünsche nur sehr selten ignoriert. Das galt insbesondere, wenn er mich um die Geheimhaltung von Informationen bat. In diesem Fall jedoch schien mir sein Verhalten so merkwürdig und die Beweislage so eindeutig, dass ich keine andere Möglichkeit sah, als dem Inspektor zu erzählen, was wir herausgefunden hatten. Es war mir ein Rätsel, warum Holmes diese Informationen zurückhalten wollte. Immerhin haben wir mit eigenen Augen gesehen, dass der blutige Fußabdruck von Mr. Barkers Pantoffel stammte. Und wir hatten mit unseren eigenen Ohren gehört, dass Mr. Barker und Mrs. Douglas ein Liebespärchen waren, das sich darum sorgte, dass die Wahrheit dieses Falles ans Tageslicht kommen könnte. Und dass ich auf ein neues Leben freute, welches nun beginnen sollte. Gab es deutlichere Beweise für die Schuld der beiden? Es war offenkundig, dass es die beiden waren, die Mr. Douglas brutalst ermordet hatten. Das dachte ich wenigstens zu diesem Zeitpunkt. Und ebenso wie Inspektor Lestrade freute ich mich darauf, die beiden Entlarvten gestehen zu hören. Welche Wendung dieser Fall schließlich doch noch nehmen würde, lag jenseits der kühnsten Fantasien meines bescheidenen Vorstellungsvermögens. Inspektor Lestrade, ich muss aufs Schärfste protestieren. Mich können Sie von mir aus in der Bibliothek verhören, solange Sie wollen, aber Mrs. Douglas, sollten Sie den Anblick Ihres toten Gatten doch nun wirklich ersparen. Mr. Barker, Sie dürfen davon ausgehen, dass ich einen Grund für dieses Vorgehen habe. Dann bin ich aber sehr gespannt darauf, ihn zu erfahren.
Mr. Barker, Mrs. Douglas, im Angesicht Ihres toten Gatten sage ich Ihnen, dass Sie beide es waren, die ihn ermordet haben. Und zwar, weil Sie eine Affäre miteinander haben. Wir eine Affäre? Inspektor Lestrade, da sind Sie aber völlig auf der falschen Spur. Sie werden in ganz England keinen loyaleren Freund als mich und keine treuere Ehefrau als Mrs. Douglas finden. Na dann, armes England. Ich muss doch sehr bitten, Inspektor. Bitten Sie ruhig, Mr. Barker. Man hat Sie gesehen, heute Nachmittag im Park. Und man hat gehört, worüber Sie sich unterhalten haben. Cecil. Sei ganz ruhig, Betty. Man kann uns absolut nichts vorwerfen. Ach, dann kann man Ihnen wohl auch nicht vorwerfen, dass Sie die blutige Fußspur auf dem Fensterbrett mit Ihrem Pantoffel selbst gemacht haben, um uns in die Irre zu führen, Mr. Barker. Inspektor Lestrade, ich wiederhole es noch einmal. Weder Mrs. Douglas noch ich haben jemanden ermordet und wir haben auch keine Affäre. Und mehr werden Sie aus uns nicht herausbringen. Lassen Sie sie gehen, Inspektor. Sie sagen die Wahrheit. Holmes! Ah, Mr. Holmes gibt sich die Ehre. Wie schön, dass Sie Ihren Spaziergang beendet haben und wieder mit uns sprechen. Ich wünschte, Sie würden mir nicht in den Rücken fallen, nachdem Sie mir ja schon die entscheidenden Fakten so lange verheimlicht haben. Ich falle niemandem in den Rücken, Inspektor. Und die Fakten, von denen Sie sprechen, habe ich nur deshalb zurückgehalten, weil Sie sich nicht ohne weiteres in ein schlüssiges Gesamtbild einfügen ließen. Aber jetzt habe ich den Fall durchschaut, Inspektor. Und ich sage Ihnen, Mrs. Douglas und Mr. Barker haben Mr. Douglas nicht ermordet. Ich verstehe nicht, was so schwierig daran sein soll, eine falsche Fährte und ein turtelndes Pärchen in ein schlüssiges Gesamtbild einzufügen, Mr. Holmes. Wenn die Dinge für Sie so eindeutig liegen, verehrter Inspektor, dann können Sie mir doch sicher auch sagen, warum die Fußabdrücke am Fenster von zwei verschiedenen Paar Schuhen stammen. Nun, Oder woher die Kleider im Graben stammen. Oder das Fahrrad und die abgesägte Schrotflinte, die in diesem Haus vor der Tat noch niemand gesehen hat. Das gehörte sicherlich alles zum Plan der beiden, um uns auf die falsche Spur zu bringen. Inspektor, Sie wollen nicht im Ernst behaupten, die beiden geben sich eine solche Mühe mit der Vorbereitung eines Kapitalverbrechens und vergessen dann, Fußspuren zu legen, die aus dem Wassergraben herausführen. So viel Dummheit trauen Sie den beiden doch nicht wirklich zu. Danke, Mr. Holmes. Also, Holmes, ich komme langsam nicht mehr mit. War jetzt noch eine weitere Person im Haus oder nicht? Ja, Watson, die Beweise sind eindeutig. Aber Moment mal, Mr. Holmes. Wenn doch ein Einbrecher hier war, wo ist er denn dann hin? Durchs Fenster ist er nicht, sonst hätten wir auf der anderen Seite des Grabens Spuren gefunden. Und wenn er geflüchtet wäre, nachdem Ames die Brücke heruntergelassen hatte, dann hätte er ja wohl sein Fahrrad mitgenommen. Völlig richtig, Inspektor. Aber bevor ich Ihre Frage beantworte, möchte ich Ihr Augenmerk noch auf ein weiteres Detail lenken, das als erstes meinen Argwohn geweckt hat. Die Uhrzeit des Schusses. Jetzt fangen Sie doch nicht schon wieder damit an, Mr. Holmes. Bitte erinnern Sie sich, dass alle Beteiligten ausgesagt haben, dass sie sich um ungefähr 23:30 Uhr nachts hier bei der Bibliothek eingefunden haben. Aber nur zwei Personen haben ausgesagt, dass sie einen Schuss gehört haben, der um diese Uhrzeit gefallen sein soll. Mrs. Douglas und Mr. Barker. Die Haushälterin und der Butler dagegen haben keinen Schuss gehört, sondern sind durch Mr. Barkers Hilferufe aufmerksam geworden. Also stecken die beiden doch unter einer Decke. Das habe ich nie bestritten, Inspektor. Die Frage ist, womit sie unter einer Decke stecken. Aber Holmes, welchen Grund sollten Mr. Barker und Mrs. Douglas denn haben, bezüglich der Uhrzeit zu lügen? Weil die beiden noch etwas zu erledigen hatten, ehe sie die anderen Zeugen rufen konnten. Und was soll das gewesen sein, wenn die beiden, wie Sie sagen, nichts mit dem Mord zu tun haben? Genau diese Frage habe ich mir immer und immer wieder gestellt, Inspektor. Und es gibt nur eine einzige Möglichkeit, sie zu beantworten, so fantastisch diese Antwort auch klingen mag. Nämlich? Mein Gott, Watson! Ich war ein solcher Idiot! Tun Sie mir bitte den Gefallen und lassen Sie diesen Fall in Ihren Aufzeichnungen aus. Holmes, was ist denn nun die Lösung? Naja, die einzig logische Antwort ist, dass Mr. Douglas gar nicht tot ist. Was? Nein. Doch, meine Herren. Mr. Douglas, wären Sie so freundlich und würden diesem Spiel ein Ende machen? Ja. Es ist zwar kein Spiel, Mr. Holmes, aber ich denke, wir sollten es trotzdem beenden. Sind Sie? Mr. John Douglas. Ja,
Inspektor. Oh, John. John, es hat nicht funktioniert. Schon gut, mein Liebling. Es tut mir leid, John. Wir haben unser Möglichstes getan. Ich danke dir, Cecil. Es sollte wohl einfach nicht sein. Wo? Also, wie? Woher wissen Sie eigentlich, wer wir sind? Weil ich alle Geschehnisse vom Geheimgang hinter dem Regal verfolgt habe. Und Mr. Holmes, woher um alles in der Welt wussten Sie von diesem Versteck? Ich wusste nichts davon. Aber da ich durch die Lage der Fakten sicher davon ausgehen konnte, dass Mr. Douglas noch am Leben ist, da es sich ferner hier um eine alte Burg handelt und es in England kein altes Gemäuer ohne Geheimgang gibt, war die Vermutung naheliegend. Und wären die Herrschaften vielleicht jetzt noch so freundlich, mir zu sagen, um wen es sich bei diesem Toten hier handelt? Ich scheine ja hier der Einzige zu sein, der keine Ahnung hat. Beruhigen Sie sich, Inspektor. Sie sind nicht allein. Auch ich wüsste ausgesprochen gern, was hier vorgefallen ist. Bei dem Toten handelt es sich um den Einbrecher, Inspektor. Das ist doch ganz eindeutig. Also ich verstehe noch immer nicht ganz, Mr. Douglas. Wären Sie vielleicht so freundlich? Natürlich, Herr Inspektor. Um es gleich vorweg zu sagen, es war reine Notwehr. Also, ich habe gestern Abend wie gewöhnlich meinen Rundgang durchs Haus gemacht. Als ich in der Bibliothek war, fiel mich plötzlich von hinten dieser Mann an und drückte mir das Gewehr in den Rücken. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, mich aus seinem Griff zu befreien, aber auf einmal kämpften wir miteinander auf dem Boden und das Gewehr ging los, mitten in sein Gesicht. Es war nicht meine Schuld, Herr Inspektor. Das beschwöre ich. Weiter! Cecil und Betty kamen sofort angelaufen und wir dachten, es würde nicht lange dauern, bis auch das Personal hier wäre. Aber offensichtlich hatten sie den Schuss nicht gehört. Der Kerl hatte die gleiche Statur wie Mr. Douglas und, naja, vom Gesicht war ja nichts mehr zu erkennen. So kamen wir auf die Idee, wir haben dem Toten seine Sachen ausgezogen und den Morgenrock übergestreift, damit jeder dachte, dass es John ist. Und dabei haben sie den Ehering vergessen. Nein, Dr. Watson, wir haben ihn nicht vergessen. Ich habe ihn nicht vom Finger bekommen. Seit ich meine liebe Betty geheiratet habe, habe ich ihn noch nie abgenommen. Er ist einfach festgewachsen. Aber wir hatten gehofft, dass es bei all dem Durcheinander hier niemandem auffallen würde. Wir konnten ja nicht davon ausgehen, dass Sergeant Wilson gleich Scotland Yard hinzuzieht. Zum Schluss haben wir dann die Sachen von diesem Kerl in den Graben geworfen und mit meinem Pantoffel den Fußabdruck auf dem Fensterbrett gemacht, damit jeder glauben würde, dass der Täter geflohen ist. Ja, und dann hat sich John im Geheimgang versteckt und wir haben um Hilfe gerufen. Aber Menschenskind, warum denkt man sich denn sowas aus? Nur weil man in Notwehr einen Einbrecher erschossen hat? Um ein neues Leben beginnen zu können, Inspektor. Darüber haben sich Mr. Barker und Mrs. Douglas im Park unterhalten. Über ein neues Leben für das Ehepaar Douglas, weil sie keiner mehr verfolgen würde, wenn man annimmt, dass Mr. Douglas tot ist. Genau so ist es, Mr. Holmes. Aber wer verfolgt sie denn in Gottes Namen? Seine längere Geschichte, Herr Inspektor. Verzeihen Sie, meine Herren, ich habe den ganzen Tag in meinem Versteck nichts gegessen. Darf ich Sie vielleicht zum Abendessen einladen und Ihnen dann alles in Ruhe erzählen? Sehr gerne, Mr. Douglas. Watson, Sie sind unverbesserlich. Na was denn? Jetzt ist der Fall doch geklärt. Da wird man doch wohl hungrig sein dürfen. Ich sage Mildred und Ames Bescheid. Ich hoffe, die beiden fallen nicht tot um, wenn sie dich sehen, mein Schatz. Na, hoffentlich nicht. Für heute habe ich wirklich genug von Toten. Noch etwas Wein, Dr. Watson? Oh ja, danke. Sehr gerne. Sie auch, Inspektor? Danke. Viel lieber hätte ich jetzt allerdings eine Antwort auf die Frage, wer hinter Ihnen her ist, Mr. Douglas. Natürlich, Herr Inspektor. Während meiner Zeit in Amerika habe ich mir ein paar mächtige Feinde gemacht. Die müssen Sie aber wirklich hassen, wenn Sie Ihnen bis nach England folgen. Diese Leute würden mir bis ans Ende der Welt folgen, Doktor. Meine Güte, was haben Sie denn in den Staaten verbrochen, dass man Sie so sehr jagt? Verbrochen habe ich gar nichts, ganz im Gegenteil.
Ich habe der Gerechtigkeit zu ihrem Sieg verholfen. Und dafür muss ich nun büßen. Es war gut, was du getan hast, John. Die Welt braucht mehr tapfere Männer wie dich. Danke, Ceci. Ich wünschte nur, ich hätte euch dadurch nicht auch in solche Gefahr gebracht. Ich habe noch nicht einen einzigen Tag bereut, den ich an deiner Seite verbracht habe. Und dafür liebe ich dich, mein Engel. Was ist denn nun mit Ihrer Geschichte, Mr. Douglas? Natürlich, Inspektor. Wissen Sie, dass ich eigentlich ein Kollege von Ihnen bin, meine Herren? Ein Kollege? Interessant. Ja. Als ich aus England fortging, um in Amerika mein Glück zu suchen, heuerte ich bei der berühmten Pinkerton-Detektivagentur an. Ein Pinkerton-Detektiv? Ich zolle Ihnen meinen Respekt, Mr. Douglas. Was ist denn diese Pinkerton-Agentur? Sie enttäuschen mich, Inspektor. Die Detektivagentur Pinkerton genießt in Amerika einen wirklich ausgezeichneten Ruf. Wenn ich recht informiert bin, wird sie insbesondere in Fällen konsultiert, bei deren Lösung die Polizei machtlos ist. Was nicht gerade für die amerikanische Polizei spricht. Bei uns in England würde das nicht vorkommen. Sie sagen es auf keinen Fall, Inspektor. Und was ist so besonders an dieser Detektivagentur? Sagen wir, Pinkerton-Detektive haben die Freiheit, sich in entscheidenden Momenten nicht an das Gesetz zu halten, um letztlich dem Gesetz zu dienen. Aha, Sie arbeiten also eher mit unkonventionellen Methoden. So könnte man es ausdrücken. Warten Sie, da habe ich doch etwas gelesen. War Ihre Agentur nicht auch an dieser unglaublichen Jesse James-Geschichte beteiligt, die die Vereinigten Staaten so lange in Atem gehalten hat? Ja, das dürfte wohl der populärste Pinkerton-Fall gewesen sein. Aber damit hatte ich nichts zu tun. Überhaupt war mein Leben als Pinkerton-Detektiv die meiste Zeit sehr viel unspektakulärer, als man sich das vielleicht vorstellen mag. Gerade am Anfang musste ich mich erst mal bewähren und bei vielen Kollegen in die Lehre gehen, bis ich endlich meinen ersten großen Fall bekam, der sich dann allerdings als sehr viel größer herausstellte, als ich es mir vorzustellen gewagt hätte. Und sei es auch nur in meinen schlimmsten Albträumen. Na, das hört sich aber alles andere als unspektakulär an, Mr. Douglas. Was um alles in der Welt war denn das für ein Fall? In den Kohle- und Eisenerzgebieten westlich von Chicago, genauer gesagt im Tal von Vermissa, hatte sich eine Verbrecherorganisation gegründet, die die Minenbesitzer brutal erpresste und terrorisierte. Man nannte sie die Scourers. Anfangs hatten diese Kerle nur in Vermissa selbst ihr Unwesen getrieben, aber dann begannen sie, das ganze Tal und auch die umliegenden Gebiete mit ihrem Terror zu überziehen. Darum taten sich die Minenbesitzer des ganzen Tals zusammen und wendeten sich an die Pinkerton-Detektei. Warum sind sie nicht einfach zur Polizei gegangen? Weil die Polizei dort nicht mehr den geringsten Einfluss hatte. Wer den Scourers in die Quere kam, wurde brutal ermordet. Das galt für jeden. Auch für die Polizei. Wie entsetzlich. Das kann man wohl sagen, Dr. Watson. Was sich dort Tag für Tag ereignete, war so schrecklich, dass das Tal von Vermissa überall nur noch das Tal der Furcht genannt wurde. Nun, und mitten in dieses Tal der Furcht wurde ich geschickt, um den Scourers das Handwerk zu legen. Allein? Allein. Der Plan war, dass ich mich in die Organisation einschleichen und sie ausspionieren sollte, um Informationen über ihre Struktur und die führenden Köpfe zu sammeln, die man später vor Gericht verwerten könnte. Sie sind ein mutiger Mann, Mr. Douglas. Danke, Mr. Holmes. Aber wenn ich damals gewusst hätte, wie viel Mut dieser Job tatsächlich erfordert, ich schwöre Ihnen, ich hätte auf der Stelle bei Pinkerton gekündigt. Wie haben Sie es denn geschafft, in diese Bande reinzukommen? Das war eigentlich leichter, als ich gedacht hatte. Als ich in Vermissa ankam, habe ich mir ein Zimmer in einer Pension genommen. Nun, und der Mann, dem die Pension gehörte, hatte eine Tochter, deren Schönheit ich sofort verfallen bin. John. Meine Frau Betty. Ihrem Vater und ihrem Bruder Cecil gefiel das gar nicht. Ihr Bruder Cecil? Dann ist Mr. Barker also... Mein Bruder. Genau, Inspektor. Nicht, dass die beiden mich nicht gemocht hätten, aber leider
hatte auch einer von den Scourers ein Auge auf Betty geworfen, sodass mit Ärger zu rechnen war. Und den gab es auch. Als er mitbekam, dass Betty sich für mich interessierte und nicht für ihn, wollte er mich töten. Aber zum Glück war ich schneller. Natürlich konnten die Scourers es nicht ungestraft lassen, dass irgendein Fremder einen der ihren umbringt. Ich wurde also mitgenommen und zu ihrem Boss gebracht. Jack McGinty. Ein durch und durch widerlicher Kerl, für den das Wort Gnade ein Fremdwort war. Ich erwartete also das Schlimmste. Meine Güte! Und was ist dann passiert? Höchst offensichtlich hat er diese Begegnung überlebt, Watson. Ja, aber nur deshalb, weil McGinty mein mutiges Auftreten imponierte. Er erlebte es nicht häufig, dass jemand den Mut hatte, sich gegen die Bande zur Wehr zu setzen. Darum ließ er mir die Wahl zu sterben oder Mitglied in ihrer Organisation zu werden. Eine bessere Gelegenheit konnte sich mir kaum bieten und so stimmte ich zu, ein Scourer zu werden. Na, dann hatten Sie Ihr Ziel ja schon halb erreicht. Ja, nur leider hatte ich zu diesem Zeitpunkt keine Ahnung, was für ein Albtraum auf mich wartete. Die Mitgliedschaft bei den Scourers wurde nämlich durch eine äußerst entwürdigende Zeremonie besiegelt, die ich über mich ergehen lassen musste. Mir wurde ein Sack über den Kopf gestülpt, sodass ich nichts sehen konnte. Dann wurden mir die Kleider vom Leib gerissen und in diesem Zustand musste ich allerhand Treue und Gehorsamsschwüre leisten. Und als ich dachte, der ganze Spuk sei vorbei, hielt plötzlich jemand meinen Arm fest und mich durchfuhr ein Schmerz, wie ich ihn nie zuvor gespürt hatte. Als man mir den Sack abnahm, sah ich, dass sie mir mit einem glühenden Eisen ein Brandzeichen ins Fleisch gedrückt hatten. Als Zeichen meiner immerwährenden Zugehörigkeit zu den Scourers. Denn die Mitgliedschaft konnte einzig und allein mit dem Tod beendet werden. Ja, genau, das Brandzeichen an ihrem Arm. Wie konnten Sie das denn so schnell bei dem Toten fälschen? Es ist nicht gefälscht, Inspektor. Aber hören Sie mal, das würde ja bedeuten, dass jemand von dieser Bande irgendwo hinter Chicago einzig und allein deshalb nach England gekommen ist, um Mr. Douglas zu ermorden. Davon ist auszugehen. Erinnern Sie sich bitte daran, dass das Hemd des Toten, das wir im Graben gefunden haben, in Vermisser geschneidert wurde, Inspektor. Und vergessen Sie nicht die amerikanische Schrotflinte. Es ist auch nicht das erste Mal, dass einer von denen versucht, mich zu töten, Inspektor. Immerhin habe ich die ganze Organisation auffliegen lassen. Und dafür habe ich einiges auf mich nehmen müssen. Denn das Brandzeichen war erst der Anfang des fürchterlichen Albtraums, der dann folgte. Ich hatte zwar von der Brutalität der Scourers gehört, aber was diese Kerle wirklich taten, kann sich kein normaler Mensch vorstellen. Und das Schlimmste war, dass ich mich als eifriger Erfüllungsgehilfe zeigen musste, um ihr Vertrauen zu gewinnen. Ich war dabei, als Häuser angezündet wurden, in denen ganze Familien schliefen, nur weil man ein Exempel statuieren wollte. Minenbesitzer wurden exekutiert, weil sie Erpressungsgelder nicht zahlen wollten. Menschen wurden entführt und gefoltert. Es war fürchterlich. Wenn er mir damals nicht gestanden hätte, warum er das alles mitmacht, hätte ich ihn, glaube ich, verlassen. Ich bin froh, dass du es nicht getan hast. Ich weiß nicht, wie ich ohne dich diese Zeit hätte überleben sollen. Aber zum Glück war nach einem guten halben Jahr alles vorbei. Das dachte ich wenigstens damals. Ich hatte in dieser Zeit Material gesammelt, das reichte, um McGinty und seine Leute hundertfach zum Tode zu verurteilen. In unregelmäßigen Abständen habe ich die Informationen an eine Deckadresse der Detektei weitergeleitet und endlich war es dann soweit, dass sich ein Richter bereit erklärte, die Verantwortung für eine ausgedehnte Verhaftung der Bande zu übernehmen. Man hatte einiges getan, um möglichst alle zu schnappen. Die Chicagoer Polizei hatte ein paar hundert Mann zur Unterstützung geschickt und es verlief anscheinend alles reibungslos. Der Richter dürfte seine Freude an diesen Verbrechern gehabt haben. Ja, die hatte er. Allerdings nur für kurze Zeit. Als der Richter McGinty zum Tode verurteilte, schwor der Rache. Und leider hatte er die Möglichkeit, sein Wort zu halten, denn bei der Festnahme sind der Polizei einige Mitglieder der Bande durch die Finger geschlüpft.
Die befreiten McGinty aus dem Gefängnis, kurz bevor man ihn aufknöpfen wollte. Und 2 Tage später fand man den Richter tot auf. Am nächsten Tag brannte dann die Pension, in der ich wohnte. Denn natürlich wusste inzwischen jeder in Vermissa, dass ich für das Ende der Skauros verantwortlich war. Unser Vater wollte das Haus nicht aufgeben und versuchte, das Feuer zu löschen. Dabei ist er gestorben. Uns blieb nichts anderes übrig, als Vermissa so schnell wie möglich zu verlassen. Ich kündigte bei Pinkerton und änderte meinen Namen. Wir gingen sogar bis nach Kalifornien und schlossen uns den Goldsuchern an, obwohl ich durch die Zerschlagung der Skauros mehr Geld verdient hatte, als ein bescheidener Mann in einem Leben ausgeben kann. Aber es nutzte alles nichts. Überall haben McGinty und seine Leute uns aufgespürt, bis wir uns entschlossen, in meine alte Heimat England zurückzukehren. Da hatten wir endlich Ruhe. 10 Jahre lang. Bis gestern Nacht. Nach 10 Jahren? Sucht dieser Kerl sie immer noch? Ich sagte doch, ich habe mir Feinde gemacht. Aber ich bereue nichts von dem, was ich getan habe. Ich habe vielen Menschen damit geholfen. Es gibt absolut nichts, was Sie zu bereuen hätten, Mr. Douglas. Ich darf Ihnen einmal etwas sagen. Gäbe es mehr Männer von Ihrem Format, dann wäre diese Welt ein sehr viel angenehmerer Ort. Was mich nur wundert ist, wieso dieser McGinty es 10 Jahre lang nicht geschafft hat, sie zu finden. Und jetzt auf einmal... Dafür gibt es eine sehr einfache Erklärung, verehrter Inspektor. Ach, und die wäre? Professor Moriarty. Ach, Mr. Holmes, bitte nicht schon wieder dieses Thema. Was soll denn Ihr Professor mit dieser amerikanischen Fehde zu tun haben? Ich bin mir sicher, dass Mr. McGinty einige Zeit lang versucht hat, Mr. Douglas selbst ausfindig zu machen. Vermutlich hat er auch herausgefunden, dass Mr. Douglas nach England geflohen ist. Da es sich um Ihre alte Heimat handelt, Mr. Douglas, ist diese Zufluchtsstätte recht durchschaubar. Entschuldigen Sie bitte. Ich weiß. Aber mir fiel damals in meiner Not nichts anderes ein. Und 10 Jahre lang schien es zumindest keine allzu schlechte Idee gewesen zu sein. Zumindest bis zu dem Zeitpunkt, als sich Mr. McGinty entschlossen hat, professionelle Hilfe bei seinem kleinen Problem in Anspruch zu nehmen, weil er selbst nicht weiterkam. Und als Gauner wendete er sich natürlich an die Gauner Englands, präziser an den größten unter ihnen, Professor Moriarty. Es durfte ein leichtes gewesen sein, Moriarty gegen eine gute Summe Geldes zu beauftragen, sie ausfindig zu machen. Also, Mr. Holmes, ich glaube, dass man diesen Fall auch ganz ohne Ihren Professor lösen kann. Glauben Sie, was Sie glauben wollen, Inspektor. Ich möchte Ihnen, Mr. Douglas, und Ihrer Familie allerdings dringend raten, so schnell wie möglich von hier fortzuziehen und sich einen neuen Namen zuzulegen. Wahrscheinlich haben Sie recht, Mr. Holmes. Schade. Gerade fing ich an zu hoffen, dass für mich ein neues Leben beginnen könnte. Wir haben es so lange geschafft, John, dass wir es auch weiterhin schaffen werden. Solange wir nur zusammen sind, ist alles gut. Natürlich, mein Schatz. Nun ja, meine Herren, es ist spät geworden. Heute kommen Sie gewiss nicht mehr zurück nach London. Es würde mich freuen, wenn Sie mir die Ehre geben würden, heute Nacht als meine Gäste hier zu bleiben. Wir nehmen Ihr Angebot sehr gerne an, Mr. Douglas. Ich muss allerdings gestehen, dass ich in der Tat ein wenig müde bin. Was ja auch kein Wunder ist, nach all dem, was der heutige Tag an Überraschungen für uns bereitgehalten hat. Sie haben recht, Doktor. Es war wirklich ein sehr anstrengender Tag. Ich denke, wir haben uns alle den Schlaf redlich verdient. Das kann man wohl sagen. Na dann, gute Nacht, meine Herren. Auf, dass wir uns alle morgen früh frisch erholt wiedersehen. Was ist denn los? Das ist Betty. Kommen Sie schnell, Watson! Ja, aber Holmes, ich habe doch gar nichts an. Hilfe!
Was ist mit Ihrem Mann, Mrs. Douglas? Er ist tot. Seine Kehle. Jemand hat sie durchgeschnitten. Heute Nacht. Das ganze Bett ist voll Blut und ich habe nichts gemerkt. Meine Güte, Betty, das ist ja fürchterlich. Komm her. Verdammt, Watson, ich hätte es wissen müssen. Holmes, woher sollten Sie denn wissen, dass heute Nacht noch mal jemand zuschlagen würde? Weil Moriarty keine halben Sachen macht. Bestimmt hatte der Kerl von gestern Nacht den Befehl, sich nach ausgeführtem Auftrag sofort bei ihm zu melden. Und als er das nicht tat, wusste Moriarty, dass etwas schiefgegangen ist. Also hat er nicht lange gezögert und Mr. Douglas gleich den nächsten Mörder auf den Hals geschickt. Auf jeden Fall müssen wir sofort nach Spuren suchen. Ich bin es leid, nach Spuren zu suchen, Inspektor. Holmes. Selbst wenn wir etwas finden, wird es uns doch höchstens zu einem der unzähligen kleinen Verbrecher führen, die von Moriarty gekauft wurden. Es ist nun einmal meine bescheidene Aufgabe, eben jenen unzähligen kleinen Verbrechern das Handwerk zu legen, Mr. Holmes. Dann suchen Sie Ihre Spuren, Inspektor. Ich werde mich mit dem Grundübel beschäftigen. Wie Sie meinen, Mr. Holmes. Mrs. Douglas, auch wenn es schwer für Sie ist, wären Sie wohl so freundlich, mir den Tatort zu zeigen? Ich zeige Ihnen den Weg, Inspektor. Aber lassen Sie uns bitte erst Betty in den Salon bringen, damit Mildred sich um sie kümmert. Natürlich. Holmes. Was ist denn los mit Ihnen? So kenne ich Sie doch gar nicht. Diesmal hat er noch gewonnen, Watson. Aber das wird nicht noch einmal vorkommen. Irgendwann werde ich ihn kriegen, das schwöre ich. Bei meinem Leben. Bei meinem Leben. Watson.